Channel switched. So, meine lieben Freunde, könnt ihr mich hören? Hier sind wir also nun mit einer leichten Verspätung beim deutschen Livestream. Ein herzliches Willkommen an Fabe. Hallo, Fabi. Hallo. Ja, hallo, hallo reicht nicht. Ja, hallo, ich bin der Fabian. Mache auch YouTube. Und unser Jagdführer, der vorstellt. Ja, hallo zusammen. So, Männer, gehen wir es gleich an, oder? Na klar. Ich würde schon sagen. Würde ich sagen, wir räumen mal die Rockies auf. Oh, ist das ein Stress. Nicht zu viel versprechen. Erstmal die Waffen durchladen. Ja. Also Freunde, ich hoffe, ich bin noch hier mental fit genug für den zweiten Stream, aber das war ja in der Vergangenheit eigentlich auch kein Problem. Ah ja, ist ja nur Deutsche, da schaut er eh nicht. Ich war ja einfach nie fit genug von Anfang an. Okay. Man teile die Viewer durch 10. 88 haben wir noch. Ja, was man vielleicht noch zeigen kann, was ihr nämlich im Englischen kurz verpeilt habt, ist die, die Shooting Range. Kommt mal kurz mit. Ja, komm, das checken wir mal kurz ab. Also hier auf dem neuen Revier gibt es zwei Schießstände. Einmal hier wieder so eine 3D-Bogen-Range, wie es auch auf Red Feather Falls gibt. Und die andere, die finde ich fast spannender. An der anderen Lodge gibt es einen Schießplatz, wo ihr auf normale Zielscheiben schießen könnt. 20, 40, 60, 80 und 100 Meter. Auf einzelne so 3D-Modelle, die auf der Fläche, wo die Schießscheiben sind, auch stehen. Plus, es steht auch noch eine Tontaubenwurfmaschine am Schießplatz. Ja, stimmt. Das hätte man eigentlich zeigen können vorher im Englischen, weil ja. Wir sind ja da drüben. Naja. Genau. Vielleicht können wir ja nachher noch an die Lodge gehen und uns den Schießstand angucken. Ja, können wir eigentlich machen. Also nur so für die Info. Na, okay. Wenn wir wieder erstmal ein Stück den Weg runter. Genau. Genug Zeit haben wir ja. Also wie ihr unschwer erkennen könnt, ich weiß nicht, wie viele von euch jetzt beim anderen Stream auch schon dabei wart. Wir haben jetzt einfach mal an der anderen Lodge angefangen. Ich mache auch mal schnell die Map auf, damit ihr gucken könnt. Wir sind ja jetzt hier drüben. Und vorher im englischen Stream sind wir hier gestartet. Also wir rollen jetzt das Gebiet mal von der Seite hier auf. Ich höre vielleicht mal auf zu rennen. So. Und was euch vielleicht auch gleich auffällt, wenn ihr den anderen gesehen habt, wenn man an der anderen Lodge gestartet hat, da waren ja mehr offene Felder, viele von den Pappeln. Und hier haben wir eher so einen Nadelwald mit Kiefer, Douglasie und Lauche gemischt. Und also ich muss ehrlich sagen, ey, du kannst hier hingucken, wo du willst. Ja. Das ist einfach schön. Absoluter Traum. Allein wenn man mal nach oben schaut. Also ich finde gerade hier die Nadelwälder mit den verfärbten Lauchen sind so ein Waldbild, das wir hier noch gar nicht gesehen haben in der Hunter bisher. Also farbliche Tupfer im Nadelwald, weil ja. In Redfeather wirkt der ja manchmal, wenn man da länger durchschleicht, etwas monoton. Und hier ist es echt super abwechslungsreich. Ja, also die Vegetation ist echt richtig, richtig spitze. Und dann auch die Sonnenstrahlen hier zwischen den Gipfeln durchkommen dann. Hier wird gefragt, ob ich die 340er dabei habe. Ne, die habe ich nicht dabei. Ich habe als Waffen mitgenommen, können wir vielleicht alle kurz erzählen, bis wir das erste Tier finden. Mhm. Die 300er Carbon habe ich als Langwaffe dabei, weil die halt auf alle Tiere, die wir hier zu erwarten haben, bis auf die Vögel zugelassen ist. Deswegen habe ich die 340 nicht mitgenommen. Ich habe einen Parker Python Bogen dabei, einen Heavy Recurve Bogen und falls wir ein paar Ptarmigans finden, die Querflinte. Genau. Gut, also ich habe hier schön sehen könnt, die 9-3. Ah. Oh, Wapiti. Oh. Weiblich? Weiblich. Wollen wir weiblich hercallen, oder? Ich würde pokern, ich würde weitergehen. Ja. Okay. Guter Plan. Oder? Wenn wir pokern, pokern wir richtig. Ja. Und setzen mal trotzdem noch einen Call ab, vielleicht antwortet ja ein Bulle. Richtig. Nee. ja, ich habe die Anschütz, die 9.3. Was ist das 9.3? 9,3 mal 62. Genau, 62 war das genau. Die Engraved finde ich eine sehr wunderschöne Waffe. Und die hat auch einen ordentlichen Wumms dahinter. Ja, und dann halt noch für
für die Close Calls, sag ich mal. Den El Bisonte. Und dann noch den wunderschönen Pulsar in Camo. Der sieht echt gut aus, muss man sagen. Ja, ich habe auch die 300er mitgenommen. Die perfekte Allround-Waffe für hier, würde ich mal sagen. Das stimmt aber echt. Ich habe gefragt, welche Tiere auf der Map rumlaufen, sorry. So lange. Okay. Basic-Information. Also, einmal neu, halb neu, sagen wir mal, ist der Rocky Mountain Wapiti. Also das ist eine Neuauflage vom Wapiti, eben für die Rocky Mountains, weil die da anders ausschauen. Komm mal vor mich hier. Ich muss ja sehen, mit wem ich hier spreche. Na klar. dann gibt's die Kornschafe. Die gibt's dann eher in den höher gelegenen Gebieten, genauso wie die Weißschwanz-Schneehühner. Auch in den höher gelegenen Gebieten. Und natürlich den Grizzlybär und die Maultierhirsche. Die Maultierhirsche kennen wir ja schon. Der Grizzlybär ist ganz neu. Da muss man eigentlich so mal festhalten, dass man hier bekannterweise, also völlig bekannt ist uns nur der Maultierhirsch. Alles andere ist entweder in veränderter Variante, wie jetzt der Rocky Mountain Wapiti oder halt der Chris. Ja, und den kann man aber nicht als einfach nur als Reskin betrachten, sondern der ist schon auch dem Modell wurden hier Fell hinzugefügt. Also ich finde jetzt nicht einfach nur wir nennen ihn anders, sondern der sieht schon auch anders aus. Ja, definitiv. Hoffen wir mal, dass wir einen ordentlichen Bullen vor die Flinte bekommen, weil die schauen schon richtig geil aus. Ja, das ist eine Gruppe, wäre auch mal richtig heavy. Und was sehe ich da schon wieder im Chat? Was die, denn? Die Jagdfreunde tummeln sich. Ja. An dieser Stelle mal wieder der Gruß an die Jagdfreunde. Ja, die versuchen durchzuzählen, aber zählen wir noch nie, denn eher stark. Was können die eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Nichts. Nein, das stimmt nicht. Nachdem ich auf den Wochenenden dabei war, die trinken ganz. Vor allem, weil wir müssen eigentlich sagen wir. Wir, ja. Lass mal das Thema. Ja, geil wäre, wenn man die Waffen für den halben Preis verkaufen könnte. Mhm. Ja. Ah. Kleinen Wege hier, die gefallen mir eigentlich auch gut. Die hat man ja auf anderen Karten schon, aber da fand ich, sahen die irgendwie so ein bisschen eingeklebt in die Landschaft aus. Diese kleinen Wanderwege, diese Trails hier sind, finde ich, echt schön modelliert in der Map. Ja. Also ich sag's ja immer wieder, hier kannst du echt hingucken, wo du willst. Es ist viel Umgebung. Eine vielseitige Umgebung. Ja, genau, das wollte ich nämlich auch sagen. Wir waren jetzt Freunde der Nacht. Okay. Auch gleich schon hier in der Nähe. Vielleicht gucken, da vorne haben wir einen Stein. Der sieht doch prädestiniert aus. Okay. Also, das heißt, wo hat er denn bei dir gecallt? Noch einer, warte. Noch einer? Ich versuch mir das gerade zu merken. Richtung. Ja. Exakt andere Richtung. Ja. Okay. Oh, dann bleiben wir auf dem Weg, weil da sehen wir was, oder? Ja. Das war ganz falsch. Ich denke, das ist ein ganz guter Plan. Ich glaube, hier war der. Ja, der. Bleib, den anderen habe ich jetzt markiert. Ja, den, okay, das ist dann gut. Lass uns erstmal auf den Näheren konzentrieren und den anderen kriegt man dann schon mit, oder? Ja, das ist halt die Frage, welches der Nähere in dem Sinne ist ja der schneller kommt. Das heißt ja nicht immer zwingend, dass es. Ich hätte jetzt gesagt, ich call hier einfach mal nochmal. Und wir bleiben hier, dann kann man vielleicht. Stimmen wir dann für beide gut, weißt du? Das wäre ja optimal. Und hier auf dem Weg kann man sich schön hinlegen, man sieht was. Also ja, komm, das machen wir. Guter Plan. Und dann, ja, je nachdem. Gerade so hier, guck mal, das ist doch gut. Aber wenn der Fabi mir jetzt nicht direkt vor der Visage sitzen würde. Ja, ich meine zum Filmen, wenn wir dann mal genau sehen, wo das Tier herkommt. Ja, bleib ruhig dabei da vorne, Fabi. Du das könntest ja gut, auch auf den Stein hier links gehen. Oder links, oder siehst du da nichts? Musst halt uns doch, ich glaube schon. Ich glaube schon. Lockmittel verwenden und warten. Genau. Apropos Lockmittel. Aber, ja genau, who cares. Weißt du das zufällig? Das Sandspray funktioniert. Da war ich mir vorhin beim Ausdruck. Ich höre schon was. Hoffentlich ja, ich höre auch schon Schritte von rechts, oder? Ja, so. Da kommt er. Oh, ich sehe große Geweihspitzen. Yep. Siehst der du kann eigentlich was. Soll ich schießen? Boah, bis der jetzt den Pulsar rausgefummelt hat. Ja, ich habe einen super Shot. Ich schieße den jetzt. Weil ich sehe nicht ganz. Ich sehe ihn unten. Ja, bin ich. Ich sehe ihn, aber. Ja, wunderbar. Sauber.
War mal zwei? Ja, da kommt der andere. Da ist der andere. Okay, jetzt seid ihr dran. Das ist deutlich schwächer. Von mir sind 46, also sind es von dir ungefähr 40. Ja, ist noch deutlich. Also ich habe einen Recurve gerade im Bogenslot. Da so soll ich schießen? Lass uns das probieren. Wenn oder du möchtest, kannst du schießen oder wir warten einfach noch, bis er näher kommt. Achso, du hast gemeint, dass wir warten. Ja, okay, passt. Ja, also mir geht es halt um die Distanz. Recurve ist immer schöner. 28. Ja, Mann, Recurve wäre jetzt richtig gut. Komm, geh nach links. Schau mal. Aber jetzt könnt ihr euch mal schön angucken. Nee, jetzt soll er einfach stehen bleiben. An der Seite schauen, wie traumhaft der ausschaut. Jetzt auch nicht mehr. Jetzt habe ich nicht mehr drauf. Ah, er will einfach wieder zu mir kommen, oder? Was? Ja. Ja, der liegt zweiten auch noch zu seinem Kumpel, hä? Oh ja. Kriegst du ihn von jetzt hier? Ich krieg ihn. Nicht. Auf geht's. Jetzt läuft er genau in dem Moment los, der Sack. Hast du gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Na gut. Ah, das Schuss. Oh, der Schuss steckt mit. Wolltest du mich nicht absichern, Fabi? Nein. Ich glaube, da hätte er nichts gemacht. War das nicht besprochen? War das weiblich, oder? Der jetzt gerade gecallt hat. Ja, weiblich von vorne. Der war auch auf dem Weg. Action, Action. Ja, nicht schlecht. Ah, ich denke, der Schuss ist schon ganz okay. Ja, da war ein bisschen weit hinten. Das könnte Intestines gewesen sein. Ja, relativ mittig. Vielleicht haben wir Glück. Das Spiel habe ich auch noch auf Englisch. Also, ich meine jetzt Eingeweide. Oh, ihr müsst mir verzeihen, Leute. Ja, Eingeweide war der von mir, ist ja klar. Genau, ja. Mal der den Pfeil stecken sehen. Ach, du bist total gut. Warten wir noch, bis der weibliche kommt, oder? Dann könnten wir den auch noch zeigen. Ja. Aber die schauen ja auch anders aus. Stimmt, ja. Also man konnte jetzt, das Gute war jetzt an dem etwas schwächeren Bulle, der da jetzt kam, den haben wir jetzt eine Weile da ist er auf dem Weg. Angucken können. Ich finde halt, das sieht schon richtig cool aus. Mit der Mähne, oder? Hm. Ja, sau stark echt. Ja, ich... Seht ihr den schon? Da hinten ist er. Ja, der läuft, die läuft wieder nicht den Weg entlang, witzigerweise. Vielleicht sollten wir mal den Wind checken. Die ist jetzt hier. Alles perfekt. Klar. Der trollt hier hart rein, ey. Was denn? Wir machen eine Bogenjagd. Ja, ist ja richtig, ist richtig. Wir sind im Nadelwald, ja. Hier fallen nicht so viele Blätter. Ja, da vorne sehe ich ein paar. Wo die herkommen, frage ich mich. Werden drüber gepustet vom Lauch. Na, nee, werden am Lauchennadeln sein, die fallen. Okay. Laufen ja ihre Nadeln auch ab. Echt, guck mal, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Eins der vielen Sachen, die ich nicht weiß. Ja, ich habe vorhin gelernt, dass die Kodiakbären größer werden, weil sie mehr Nahrung suchen. Mhm. Weil ich das auch nicht von dir habe. Ich, Sandy. Ja. Da auf 25 Meter. Ja, jetzt bist du dran, Fabi. Bin ich der Einzige, der gefailt hat, oder? Bin auch hier perfekt. Soll ich dir gleich tun? Obwohl, jetzt zieht die wieder so sie steht hoch. Hinter. Nee, sie kommt. Sie kommt. Also ihr seht auch hier, der Nackenbereich ist mit... Jawohl. Das war ein guter Schuss. Und der war vorbei. Ah ja, das war's schon. Ist in dem Wald halt aber auch schwierig. Da wir eh in die Richtung müssen, Jungs, ich würde sagen, wir suchen erst den anderen nach, weil wir müssen nachher eh in die Richtung hoch da hast oben. Hast du den einen schon eingesammelt eigentlich? Nee, das machen wir jetzt. Dann gucken wir uns das nochmal genau an mit den Leuten. Na. So viel Zeit muss sein. Achso, wollt ihr eigentlich raten? Ach komm. Ja, guess the score. Jetzt kann man schon vielleicht vorbei. Auch mal... Ich tippe so 273. 273,033 würde ich sagen. Also Hals, Wirbel und linke Lunge. So, jetzt können wir uns nochmal das ein bisschen genau anschauen von der Nähe. Also ich muss sagen, jetzt mal ganz abgesehen von diesem grandiosen Halsbereich, sieht dieser Wapiti anders aus. Und da haben wir auch die Kopfform, die da mit reinwirkt. Also die haben es sich wirklich nicht nur so einfach gemacht zu sagen, hey, altes Modell. Wir knallen dem paar Fellbüschel an den Hals und gut ist. Also das finde ich echt gut. Muss ich sagen. Und zwar jetzt schon der zweite richtig starke. Also das Gebiet scheint... Also Timber Gold Trails scheint relativ gut zu produzieren, sage ich mal. Wer war Petis Mark hat Spaß hier. Mhm.
So viel können wir euch schon mal verraten. Wer mal Pittis mag, hast du mal geguckt, was du getroffen hast, Fabi? Hier ist der Anschuss, Eingeweide, so wie wir es gesagt haben. Eingeweide. Nee, auf das soll hier wahrscheinlich auch so sein. Achso, das war ja deiner, Markus. Eingeweide, ja. Okay. Naja. Also, wir bleiben zusammen, oder? Wir bleiben zusammen. Lass uns das Weibchen im Zweifel nicht nachsuchen. Denn wir jagen hier nicht für uns, sondern für unsere Zuschauer. Ja. Eben. Und denen ist es also, egal, wenn ein Tier dann bald Problem hat. Nee, die sind einfach schuld. Irgendwas qualvoll verendet, dann ist es unsere Schuld. Sind die schuld? Ah. Oh. Maultierisch weiblich. Weibliche, ja. Hier ist es jetzt so, da gibt es auch wieder Gruppen mit nur weiblichen, Gruppen mit nur männlichen, relativ viele vereinzelte Böcke. Aber ich meine, es kann Zufall gewesen sein, aber ich meine, dass es auch Gruppen gibt mit einem Männchen und mehreren Weibchen. Also ein bisschen wie bei den Schwarzwedeln. Ja. Es kann aber auch Zufall gewesen sein. Ist noch irgendjemand auf der Wapiti-Spur eigentlich? So. Ich bin noch drauf. Gut. Aber hast auch keine Spur mehr gefunden? Nee, oder? Ich habe auch nichts mehr gefunden jetzt. Mal hier. Ah, das ist wann die andere kommt Richtung. Die neue Map raus? Nein, wir können noch nicht sagen, wann die neue Map rauskommt. Nee, das wissen wir leider noch nicht. Da fällt mir wieder was ein, was wir vergessen haben. Die Moderator-Commands. Ach so, stimmt. Naja. Was für ein Chat? Ach, dass die Infos... Ich glaube, der... Ja, dass du halt einfach neue Richtung Map eingibst und dann kommt, ja, keiner weiß Bescheid und so. Schaut zumindest so aus. Die nächste Spur ist hier oben. Okay, was machen wir? Das Maultierhirschweib brauchen wir ja eigentlich nicht. Nee, das hat ja auch keiner gecallt. Ich bin halt nur in die Hockey gegangen, wir wollen sie ja jetzt auch nicht zwingend aufschrecken, oder? Also das darf ich denke mal, der Bulle kann ja nicht weit sein, oder? Also ich bin auf der Spur jetzt hier. Also okay. Müsste mir eigentlich nur. Nee, der müsste so nach 200 Meter müsste liegen. Ja. So. Bitteschön. Genau, also im Englischen, das schreibt auch schon hier der Meister Wilbur, im englischen Stream war die Ansage kein Datum bislang, genau so ist es. Ah, hier ist eine Blutspur. Okay. Hey. Maultierschweibchen irgendwo in der Nähe. Sagt einer, er hat ab Freitag Urlaub. Bitte am Donnerstag. Vorne sehe ich meinen Leuchtpfeil, wenn ich das richtig sehe. Aha. Ja, vorne ist der Leuchtpfeil. Also vermutlich. Oder ohne Wapiti. So aus jahrelanger Erfahrung mit EW würde ich sagen, vermutlich. Freitagabend, dass man dann lang Zeit hat, falls ein Bug mit rauskommt. Ja. Ich meine, man kann ja einfach Erfahrungswerte aus den letzten Releases zu Rate ziehen, ob es dann halt stimmt. Ja. Wird man dann sehen. Und wir tun hier nicht nur blöd, wir wissen es wirklich nicht. Nee. Aber ich würde schätzen, arg lang wird es nicht dauern. Ich denke auch nicht. Ihr seht ja, es sieht halt auch schon wunderbar aus hier. Ja. Aber ich glaube, man kann dieses... Gehen wir wieder aufrecht, oder? Weil ja. Nochmal ein Weibchen gecallt. Jetzt haben wir das Blut wieder auf Body. Also ja, aber hier, hat doch irgendwo der Pfeil geleuchtet. Ich habe den doch gerade gesehen. Ich dachte, ich bin gerade vorbeigelaufen, ja. Also, der war eigentlich hier im Baum gesteckt für mich. Weiß nicht, wie es bei dir war. Hast du den Pfeil? Ich seh jetzt kein Leuchten mehr. Siehst du den Pfeil noch irgendwo leuchten? Nee, da sind wir gerade vorbeigelaufen. Ich hab's. War wahrscheinlich. Ich denke mal, der ist. Ein bisschen hier hochgefallen. Leuchtend. Hier geht's weiter, guck. War der vielleicht noch? Hier ist wieder Leben. Blut, aber der hat noch 74-90% Männer. Alles klar, dann hätte man vielleicht nicht auf den Leuchtpfeil zulaufen sollen, sondern der hat noch gelebt. Das kann sein. Ja, aber jetzt brauchen wir uns nicht mehr in die Hocke tun. Nee, weil jetzt stimmt. Ist er ja weg.
So, und was ich jetzt natürlich auch wieder sehr interessant finde, habe ich ja vorher schon mal gesagt, hier hinten jetzt, wo wir uns bewegen, es ist einfach komplett anderes Feeling, anderes Gebiet. Als wärst du auf einer anderen Map. Ist richtig cool. Und sowas hast du halt hier ja, 2-3 Mal, dass du gesagt hast. Wie viel Prozent hat er denn noch? Noch 48 bis 64. Ja, wenn man sich allein mal die Map anschaut, wie groß die ist. Das dann ist ja gehen wir doch wieder in die Hocke, weil vielleicht sehen wir wieder irgendwo den Pfeil rumleuchten. Das Weibchen ist hinter uns, also keine Gefahr. Hab's auch gesehen. Hat der Andi im englischen Stream ja auch mal gezeigt, im Vergleich zu den anderen Revieren. Hast du es diesmal auch gezeigt? Wie groß nee, noch ist? Nicht, aber das machen wir dann jetzt gleich. Weil das ist echt gigantisch. Gerade so im Vergleich zu Hirschfelden, da merkst du dann halt richtig. Ja, ich habe es allein daran gemerkt, ich hatte jetzt lang, also ich sag mal übers Wochenende Zeit, mir das mal anzuschauen vor dem Stream, dass man halt ein bisschen weiß, was los ist und ich habe nicht mal ansatzweise das Gebiet irgendwie durchstreift. Also, ich meine, es war ja schon echt ein Stück Arbeit zu sagen, hey, wir müssen alle Zelte aufgestellt kriegen, dass man irgendwie mal gucken. Muss man mal gut wie wir hier dann den Stream geplant kriegen. Also das war schon... Zu so den Zelten so da. Solider Kreis. 1 bis 11%. Okay. Ich schätze mal, der ist mindestens im Bundbett mittlerweile. Ups, okay. Ist es nicht da hinten sogar? Ich nehme mal wieder einen Stein. Also die Steine, auf die man immer so drauf guckt... Gibt es jetzt wieder ein paar gibt's neue auch, Modelle. Ja. Für mich gibt es hier Steine, die aussehen wie dunkle Bären. Da habe ich schon ein paar davon gespottet. Dient, ja, da vorne ist wieder der Pfeil. Und da liegt er auch. Ja, ah, sehr gut. Jawohl. So, sollen wir jetzt einen Scoreguess machen? Habt ihr Bock im Chat? Jetzt müssen wir kurz warten, bis es bei denen ankommt, weil es gibt ein bisschen Delay. Weil das ist, glaube ich, schon, ich meine, so ein... So ein etwas niedriger Scorender ist, glaube ich, schwieriger zu schätzen als jetzt so einen richtig, richtig großen. Ich denke auch. Du machst den englischen und den deutschen ja bestimmt wieder auf YouTube an dir, ne? Ja, also der englische kommt auf jeden Fall auf dem Kanal von Expansive Worlds und der deutsche kommt bei mir auf dem Kanal. Oh, Männer. Da ist der nächste gleich. Ich beende jetzt mal, oder wir können ja noch liegen lassen. Nah. Dann könnt ihr noch überlegen, was der für eine Score hat. So, wie spielen wir das jetzt aus? Vielleicht, wenn ich da vorne, wo es hell ist, call. Und ihr geht nur ein Stück nach da auf oben. Auf den Stein hier, glaube ich. Mhm. Wie hoch? Ich werde einfach mal jetzt hier so. Probieren wir mal einfach. Ich werde mal einfach hier jetzt mal einen Call setzen. Und einfach mal auf Verdacht. Sprühe ich da auch mal so ein bisschen, ne? Haben wir es überhaupt dabei? Distanz optimal, 20 Meter sind es vom Stein. Ich glaube, ich habe dieses... War der noch weit weg, weil der Pity Call wirkt ja nicht so lange. Der war relativ nah eigentlich. Also okay. Zumindest bei mir waren es 100 Meter. Kein Urinspray dabei. 120 Meter würde ich schätzen. Aber ob das so genau stimmt, ist natürlich die Frage. Jetzt braucht er wieder ewig, bis er... Das ist einfach, wenn man nebenher streamt, ist alles nochmal ein bisschen performance-lastiger. Ich call noch mal. Ah, hallo Alena! Die Alena ist auch im Stream. Hey, cool! Hallo! Ich glaube, die Alena will sich nochmal ein paar Herzchen abgreifen. Also wir haben jetzt hier ab und zu rumfliegen, hören sich auch sehr lebensecht an. Mhm. Unangenehm. Unangenehm, ja. Aber hier auch wieder ein schönes Beispiel, so richtig große Sichtweiten hat man hier. Sorry, ja. Hat man hier nicht so wirklich, gell? Also in diesem Waldgebiet hier. Aber du kannst immer wieder durch Lücken, finde ich,
ein Stück weit gucken. Ich habe jetzt gerade nämlich da hinten kommt er. Ja. Ich habe kurz Blink gesehen. Bisschen links, ich mache mal einen Punkt. Alena bisher nur Wapitis. Zwei Bullen und ein Weibchen haben wir angeschossen. Das ist wieder ein ganz guter übrigens. Da ist okay. Ich glaube, bei mir ist er noch hinterm Bäumchen. Ja, für dich müsste jetzt genau hinter diesem abgestorbenen Baum stehen. Ach so, so weit links. Ich sehe ihn jetzt okay. Alena, dass du Deutsch kannst, hast du jetzt gut erst verraten, wenn du hier aufhörst. Waffe geladen ist eine sehr gute Frage. Wir überprüfen das. Ja, ist geladen. Da kommt er da hinten. Nein, der Deutsch ist wunderbar. Da kommt noch was. Mit Sicherheit besser wie mein Englisch. Von links. Von links also kommt nochmal was. Von links Bogen wieder, würde ich sagen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ich habe markiert. Aber wir können fast nochmal von hier aus callen, oder? Dann läuft er halt gerade auf uns zu. Ist doch das ist nicht schlimm. Ja, ich denke, das passt schon. Hauptsache er kommt. Kann ich mal versuchen, irgendwie hinter euch zu kommen? Ohne wer möchte denn schießen? Obwohl, komm, ich bleib hier. Das ist schon wieder zu viel. Irgendwie Stress. Ist doch egal. Jo. Also ich kann euch nicht gut filmen. Dann musst du selber schießen, oder? Okay. Ja, oder schieß selber. Das ist das Einfachste. Boah, der sieht schön aus. Der sagt mir 260 bis 310. Ihr könnt wieder Stimmen abgeben. Boah, ich guckt euch den an. Ich finde, dass die Schritte sich hier auch anders anhören auf dem Boden. Mhm. Als so würde Musik, der Boden... Ja, genau. Guck mal, wie der rauskommt. Weichboden, so Torfboden oder sowas. Bleib stehen. Perfekt. Jawoll. Oh Mann. Bam, Junge. Ach, herrlich. Also wer jetzt in dem Revier jagen will. Soll ich nochmal davor schleichen und einen Call absetzen? Ich meine, der andere war noch weit genug weg. Darion hat es richtig geschrieben, muss selber schießen, dann liegt er wenigstens gleich. Genau. Das ist genau meine Disziplin. Nicht. Aber bisher klappt es ganz gut. In Konstanz habe ich auch mal zwei Semester studiert. Guck mal, da liegen sie, die zwei. Ich guck mal, ob ich jetzt mal hinter euch gehen kann. Dann können wir nämlich mal über eure Schultern filmen. Oh, der weibliche Wapiti kommt gleich nach. Guck mal, dass der ein bisschen langsamer ist. Der wollte es einfach nicht wahrhaben, dass er Glück gehabt hat vorher. Wahrscheinlich. Oder ja. Die. Na, guck mal. Dem Andi geht's so schlecht, der muss ja schon um Donations betteln. Ups. Jo, wohin hat er gespottet? Da wo mein Punkt... Nein, bis wohin der gespottet hatte. Bis 325, wenn ich es richtig weiß noch. Okay. Gibt's bei denen eigentlich auch, habt ihr schon welche gefunden, die hinten auch so, soll man sagen, noch so Enten auf den Auslegern hinten hatten? Oder haben die immer die Geweih? Ja, habe ich. Okay, weil ich habe bisher nur solche gesehen. Ihr erinnert euch sicher an den Trailer. Oh, links seht ihr ihn schon, den Wapiti. Da ist er schon. Trailer, ja. Und die Dame steht vor mir. Soll ich die Dame hier mal mit dem Python? Oh ja, mach mal. Ich bleib hier einfach so. Im Regen, boah. Jawohl. Super. Oh, ich spring trotzdem ab. Naja. Mist. Ich hab. War eh das ist so cool. Jetzt mal ganz ehrlich, wie cool das hier einfach aussieht. Boah. Ich hoffe, dass der Regen. Die Karte zeigen und rauszoomen an die. Okay, mach ich. Zoom mal raus und dann schaut euch mal Hirschfelden im Vergleich dazu an. Jetzt checkt euch das mal ab. Ja, die nächste kommt gleich nach. Wieder gleiche Route. Also hier ist Hirschfelden, ne? Passt da dreimal rein. So. Ja, das hört sich irgendwie zweideutig an. Also es war hier im Spiel, muss man sagen. Was? Wie? Wo? Er hat gerade im Chat geschrieben, er weiß noch, wo Forstfeld ihm einen richtig großen Wapiti gezeigt hat.
Willst du mal einen echten Wapiti sehen? War da gerade? Nee, es war Regen. Was machen wir? Warten wir noch auf die? Ja, ich würde sagen, nee, oder? Nee, vielleicht. Na, 20 Meter ist sie noch. Weg jetzt. Okay. Also, jetzt gucken wir schon mal den vom Forstheld an. Ja, ihr müsst selber noch wissen, sollen was wir auch noch was sagen. Was willst du sagen? Achso, sollen wir auch noch was sagen? Ja, finde ich. Lass mich zuerst, weil sonst orientiere ich mich an euch. Mach du zuerst. Ich kann das nicht so gut, aber ich würde sagen 121. Okay, ich würde sagen. Ja, 150. Ich hätte gesagt 132. Mhm. Die goldene Mitte. Oh! Oh. Ganz bald. Okay, interessant. Ja, aber man orientiert sich halt an den Roosevelt. Ja, klar. Es ist auch nicht so einfach jetzt. Ah, da könnt ihr es euch nochmal angucken. Okay, das haben wir aber alle massiv unterschätzt. So 113, 112, 109, 135, ja. 109, ja. 124, 45. Ja. Da war ich ja noch am höchsten. So, und jetzt? Was schätzt man jetzt? Also die Kronensprossen hat er nicht. Das sieht man schon mal. Ich sag 300, 307. Ich sag 295. Ich sag 312. Ne, 303, sag ich. Und die Stangen sehen dick aus. Okay, komm mal. Ja. Ja, komm. Oder? Ah ja. Ah ja. 84. Jawohl. Da war ich ein bisschen vorbei. 284. Nee, aber auch Fabi war gut. Das sind einfach alles Trophäen hier, ey. Das ist schon die zweite Trophäe, die wir hier. Und wenn man den Englischen mitzählt, der war ja auch richtig stark. Ja, mit 280 war am nächsten. Oh, wie cool das aussieht, ey. Sammeln wir noch das Weibchen ein? Das kann ich gern. Achso, nee, das wollen wir auch mal angucken, stimmt. Das sind ja auch anders. Wo war denn das? Hier weiter vorne irgendwo, ne? Hier hinten. Oder? Da liegt sie. Direkt vor der Fabian, oder nicht? Hä? Ich sehe nur Blut. Okay. Oh ja, also das ist ein bisschen verschwunden, wie es aussieht. Ja, okay. Blut, also eher da. Ja. Aufnehmen. Nee, ich sehe es auch nicht. Ja. Weg. Das hat man schon mal. Okay, ja gut. Das hat sich Luft aufgelöst. Ich würde mal sagen, wir rennen kurz. Ich würde jetzt gern eigentlich fast gerade zurücklaufen in diese Bucht, wo der rote Hartriegel, oder wie heißt der? Ja. Also dieser Hartriegel auf jeden Fall, der so rote, das sieht nämlich echt schön aus. Ja. In Richtung See, oder? Ja. Weidmanns Dank, liebe Freunde. Ja, guck mal, hier wird die Elena wieder aufs Treffen eingeladen. Das mit dem Zählen habe ich selber gesagt, übrigens, Netarion. Aber du hast recht. Ich finde die Wege hier echt auch schön. Ob wieder mal einen Stein reinragt. Da hätte ich einen Vorschlag wieder für ein neues Vehikel. Jetzt wollen wir Mountainbikes haben, oder? Ja, Mann. Downhill. Wo es genug wär's, da kann der Multiplayer die Hälfte Mountainbike fahren, die Hälfte jagen. Und wer sich so mit den Bäumen so ein bisschen auskennt, ich finde hier die Rinden, also die Stämme mit der Borke sind echt super geworden. Ja. Ich sehe immer schon, ohne hochzugucken, eine Douglasie, da eine Kiefer. Also man kann es echt gut erkennen. Das ist echt gut, hey. Also nochmal für mich, die Kiefern, das hier ist eine kleine Kiefer. Also pass auf, da hier, wo der. Hier sieht man es schön, wenn du genau in die Richtung guckst, wo ich jetzt schaue. Ja. Der rechte Baum, der ein bisschen im Vordergrund ist, ist eine Douglasie und der Baum dahinter, das ist diese Gelbkiefer. Okay, der mit dem roten Stamm ist die diese gröbere Borkenstruktur hat, ist Kiefer und wenn du hochguckst, kann man es eigentlich ganz gut sehen. Ja, da sieht man es dann. Und das Coole ist ja, man findet die kleinen Bäume von allen auch noch. Ja, jetzt laufen wir durch eine kleine Kiefer. Genau.
Und da links steht eine kleine Gruppe von kleinen Douglasi. Allein auch, wenn man sich mal den Boden anschaut. Und diese Totenbäume sind laufen. Und die sind auch echt schön geworden. Der Bodenbewuchs ist auch wahnsinnig vielseitig. Ja. Ja. Sehr schön geworden. Bloß da haben wir jetzt nicht so ganz den Durchblick, was da alles an Pflanzenarten ist. Ein bisschen ja, man muss halt auch sagen, dass für die in den USA die Vielfalt der Arten halt um vieles größer, weil die bei der Eiszeit nicht so viel Artenverlust hatten wie wir hier. Okay. Ich habe wieder was gelernt. Da kann ich jetzt irgendwann mal wieder so tun, als wäre das mein Wissen. Im nächsten englischen Livestream. Douglas in der dritten Stufe der Wertästung. Ja, tatsächlich. Ja. Und die wurden extra wertgeästet. EW hat extra Doc rausgeschickt in die Wälder, um die Douglasien zu wertästen, dass ihr eure Baumsitze hinhängen könnt. Und zwar mit einer Nagelfeile hat er das gemacht. Mit seinen Zähnen. Weil Doc ist nämlich auch der Biber höchstpersönlich. Es gibt keinen Donation-Sound, hat der Haifisch gerade festgestellt. Oh, hat mir jemand... Oh, ich bedanke mich. Es tut mir sehr leid. Hier kommen diese Hartriegelgewächse. Ah, okay, das sind ja die roten... Die roten Büsche, ja. Also... Oh, perfekt. Oh. Aber guckt euch mal hier das Panorama an. Wahnsinn. Ja, und hier ist es jetzt natürlich genial, weil der Wapiti auf uns in der Rheinebene. Boah, check das aus. Wenn man mal hier schaut und das vergleicht mit da, wo wir gerade waren. Ja. Andere Welt. Das ist wieder was ganz anderes. Ja, und hier sieht ihr dann schön den Übergang vom Nadelwald in diesen Pappelwald. Gut. Ja. Mann, ey. Überstelle. Und auch die Gräser auf den Wiesen sind unterschiedlich. Wenn ihr euch erinnert, die den englischen Stream gesehen haben, durch diese hellen Graswiesen, durch die Jungs vorhin gelaufen sind, und die Johanna, die waren ja richtig hoch. Also wenn man da in der Hocke war, war man quasi im Gras verschwunden. Und hier ist das Gras viel niedriger. Also die Vegetation verändert sich echt überall. Hier kann man sich gut hinlegen auf den Stein. Ja, ich dachte mir schon, dass ich dir auf der Pelle sitze. Stehst mir auf dem Rücken. Guckt euch das an. Also ich habe es auch im Englischen schon gesagt, ich habe ja den Trailer, als ich das gefilmt habe, also da weiß ich nicht, wo du hinfilmen sollst. Das ist einfach alles richtig schön. Oh, das ist wieder ein guter. Wie drei Reviere auf einmal. Wieder ein guter? Oh. Schon? Ja, also ich sehe ihn. Ich weiß was, ja. Er kommt jetzt dadurch durch. Schlechter als der davor, glaube ich, aber trotzdem noch gut. Ja, aber wer weiß, vielleicht hat er noch hinten die Kronensprossen dran. Oh, wow. Also Weite hat er. Angezeigt wird 260 bis 310. Also auch so in der Liga. Ja, das ist schon. Oh. Diese das Geweih ist ja. Wieder? Ja, das Geweih ist ja so bräunlich und die Spitzen sind so hell. Nee, dass ich ihn absichern kann. Dass ich keine Hitbox habe. Ja, okay. Hey, der Pantoffelplace. Ich habe mir neulich ein Video von dir angeschaut. Du machst echt gute Videos. Ja, ich kann mich noch erinnern. Kennst du den auch? Ja, im Hunter Talk hat er sein erstes Video gepostet und da haben wir ein bisschen hin und her geschrieben. Cool. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Er hat sich schon verliebt in die Map, sagt er. Boah, guckt euch das an, ey. Also das ist doch mal ein Wapiti, oder? Also jetzt mal ohne Spaß. Boah, zieh mich noch ein bisschen kommen, jawohl, oder? Zieh so rüber. Richtig genial. Du sagst ab wann. Ich kann, also ab wann du ready bist, mach einfach. Ja, lass mir noch ein bisschen kommen, oder? Das schaut so schön aus. Was, 40 Meter jetzt? Wäre halt... Okay, dann schieß also, ich jetzt. Ja, nein, du musst nicht. Ich meine nur, dass es eine ziemlich ideale Distanz wäre. Nice. Perfekt. Bam. Jawohl. Big Bull down. 40 Meter ist die optimale Distanz mit der Reverse Draw Crossbow. Da stimmt. Oh, da kommt noch einer, Ups. Weiter hinten, warte, ich markiere den.
Boah. Guck mal, wie cool es ist, dass man da jetzt so die... Da siehst du halt so das Geweih hinter dem Hartriegel vorlupen. Es ist so richtig cool. Der die zieht jetzt so nach... Kartoffeln. Das sind zwei sogar. Die ziehen nach links weg. Die müssen jetzt gleich auf deinen Call wieder kommen. Zum Glück habe ich den jetzt gerade aus dem Augenwinkel gesehen. Wie schauen sie aus? Ah, ich habe Geweihspitzen gesehen. Also ganz schlecht war der nicht. Aber ob der jetzt wieder in der gleichen Liga, wie der gerade eben spielt? Schwer zu sagen, ich sehe nur eine Geweihspitze wackeln. Mal gucken. Ordinkowski. Also ich finde, man kann echt oft, nicht oft genug sagen, wie geil das hier ausschaut. Ja. Links Laubholz, rechts. Hübsch geschossen, kommt ein Kommentar. Danke, danke. Und aber im Hintergrund dann auch die Berge. Also echt saugeil. Ja genau. It's the part. Die neuen Wapiti-Sounds gefallen mir auch extrem gut. Stimmt, die sind ja auch neu. Und es sind mehr wie einer, oder? Ja, witzig. Der Haifisch war im Pantoffel sein fünfter Abonnent oder sowas in der Richtung. Ja, so trifft man sich immer an den Stellen. Okay, da kommt einer, der ist relativ schwach. Ja, der Pantoffel macht auch sehr gute Angelvideos. Und vor allem, da können wir uns was abschneiden, in der Frequenz, dass auch ja. Videos kommen. Ja. Dafür schneidet er nicht. So, Thema. Okay, aber da war noch einer. Jetzt können wir mal gucken. Ich sehe aber keinen. Ich glaube, ich habe das verwechselt. Ich würde sagen, der Markus macht sich bereit. Wenn einer da ist, soll der eigentlich abhauen. Moment, ich versuche es noch. Ich versuche noch mal mit dem Hals. Er dreht ab. Oh, jetzt ja, nochmal rollen. Aber da hinten ist aber noch einer. Wir haben zu wenig gekommen. Warte mal, Sam, ganz kurz zurück. Von rechts kommt einer. Von rechts kommt einer. 10, ja. Ich lege mich mal ab. Oh, da ist auch nochmal einer hier. Hinter uns, Andi. Soll ich den nehmen? Jetzt geht oder kriegst du den, Markus? Weiß ich nicht, ob das mit der Hitbox klappt, aber dann aus irgendeinem Grund. Der hinter uns ist jetzt auf 15 Meter. Weil der wittert schon. Ja, dann mach mal. Weil du bist... Aber was jetzt mal wirklich extrem strange ist, meine Tracer Arrow für den Recurve-Bogen sind weg. Ist doch nicht so schlimm. Okay. Der andere kommt auch wieder. Kommt er wieder? Ja. Genau, drücke vom Stein. Oh, Entschuldigung. Entschuldigen Sie. Es ist gerade spannend hier. Soll ich ein Stück vorgehen, dass du mich filmen kannst? Ja, warte mal. Ich gehe. Also ich gehe hier mal ganz weg, dass du Platz hast. Du kannst auf den Stein gehen, Andi. Geh ruhig noch ein Stück weiter vor, Markus. Noch weiter? So, ja, noch weiter und ein bisschen nach rechts. Und dann musst du ja nachher in die Hocke gehen. Ja, genau. Ich will ihn halt nur nicht vertreiben. Ja. Ja. Aber da kommen zwei Stück. Da kommen zwei auf einmal, ja. Und dahinter noch. Dann, genau. Wie nah ist denn der an mir so grob? Weil ich sehe ihn nicht, ich liege im Gras. Da beide fast nebeneinander. Also der so ist jetzt von mir 37 von dir, minus 7, 30, also 30 genau von dir. Okay, dann können wir. Und kommt näher. Woher kommt er? Direkt auf dich zu. Ah, jetzt sehe ich ihn, ja. Schauen, ob der andere abspringt oder nicht. Go for it. Ja, Recurve ist relativ laut. Nice. Jawohl. Schießt dem anderen hinterher. Na, ach, was? Der ist schon weg hinter Busch. Der ist down. Jawohl, Markus. Recurve. Recurve? Habe ich gerade Recurve gesagt? Ja. Alles klar. So, vor ich nehme den hier mal auf. Ich habe den hier noch gar nie geschossen. Der wackelt noch ein bisschen. Ach so, Skill Level. Ja. Okay. Der hier rechts, ganz nah, war 190. Oh Gott, da lag ja auch noch einer. Ich laufe schon wieder weg. Wir sollten jetzt vielleicht fast irgendwo anders hingehen, oder ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall. Grizzlybär finden. Ja, das wäre mal eins. Wobei, das wäre ja hier in der Ecke. Vielleicht laufen wir mal am Seeufer entlang, oder? Ja. Ich bin jetzt mal gespannt auf den Großen vom Fabi, ob der jetzt mal die 300 mal knacken kann. Mhm. Also der Recurve war schon mal Lunge Herz. War sehr gut.
Das schaut ein bisschen gekrümmt aus. Aber wieder keine. Nee, aber ich glaube, der ist schon über 300. Ja, obwohl er keine hinteren Sprossen hat, meint ihr? Ah, die vorne ist einer abgebrochen, oder? Ja, wir werden es gleich sehen. 292, ganz knapp. 97, sage ich, noch knapper. Boah, guckt euch das an. Hey, das ist einfach ein völlig anderes Gefühl, so ein Rocky Mountain war Pity. Von der ganzen Eleganz. Ich gebe die Frage von Nima mal weiter. Die fragen, ob ihr zweimal wieder ein Real-Life-Jagd-Video macht. Wir ja, wir werden es versuchen. Das ist halt immer Zeitmanagement. Aber kriegt man schon. Was mit dem anderen? Wer ist denn in die Richtung abgesprungen? Ja, ich mein, da war Lungenblut nach da hinten. Ich habe den umfallen sehen, den von Markus. Nicht mal nur, weil ihr in die andere Richtung gelaufen seid. Ich habe ihn vergessen. Ja, war ein bisschen unübersichtlich, wenn in alle Richtungen Tiere liegen. Stimmt. Hier, was haben wir denn für eine Strecke mittlerweile? Beachtlich, oder? Bis jetzt. Da, Mann. 6 Stück. Plus das Verschwundene, oder? Oder ist das schon mitgezählt? Nee, ohne das. Ja, und die Kuh, die wir nicht nachgesucht haben. Hey, guck mal hier in diesem. Also 8. In diesem jetzt Hintergrund eigentlich. Hier, da kannst du Trophy-Shots machen. Die reinsten Postkarten. Ghost Rider, wir werden auf jeden Fall noch versuchen, kein Muffelwild, sondern ein Dickhornschaf vor die Linse zu bekommen. Ja, wir werden es versuchen. Ich sag mal so, im Englischen haben wir extrem viel Glück gehabt, das kann ich euch schon mal sagen. Und schön wieder, also der war ja... Ja, der war top, schön. Top. Also. Da würde jetzt noch ein Wapiti callen, ich weiß jetzt auch nicht. Hat jemand aufgepasst? Ich habe nämlich nicht aufgepasst. Ich habe aufgepasst. Ach, ob wir einen schon hatten? Ja. Ich hatte ihn noch nicht, aber ich hatte gar nichts gesagt. Aber ich hatte auch die andere Spur aufgenommen, deswegen sagt er auch nichts. Sollen wir nochmal nach? Ich bedanke mich mal beim Meister Wilduhr. Er hat sich gesagt, oder hat gesagt, dass das Real-Life-Video echt klasse war. Ja, war es ja auch. War wirklich super. War ein sehr schönes Erlebnis, ja. Der wird dann ja, vor allem auch jetzt vor dem Filmaspekt, dass da noch so viel Licht war. Fand ich genial. Super, ja. Das hat einfach alles in unsere Karten gespielt. Halt. Wie du glaubst, mir kommt aus Schwaben. Was? Kommst du da drauf? Ich glaube, geografisch korrekt kommst der Fabi sogar auch aus Schwaben, oder? Aus Bayerisch-Schwaben. Ja, genau. Aber ich habe nicht so einen Akzent. Der ist bei mir noch nicht so ausgeprägt, weißt du? Boisch. Boisch. Witzetle! Schon mit der Straßebahn nach Göggingen ausgefahren. Witzetle, da hockt sie. Also der Wapiti soll da aus dem... aus dem Wald kommen, ne? Weit weg. Aber auch gut gemacht, oder? Also richtig natürlich, so wie so ein Waldrand halt einfach aussieht. Der kommt davor erstmal so ein bisschen Gestrüpp und dann geht's in den Wald über. Markus, du klingst wie aus Tübingen. Ja, ich komme aber nicht aus Tübingen, aber ich habe in Tübingen... Ah, da ist er. Ja. Schaut wieder so aus, 290. Echt jetzt? Ja, also, was? Haben nur ganz kurz gesehen, aber ich glaube schon. Doch, der ist auch wieder gut. Genug Wapitis jetzt. Da okay. Bist du marisch. Sodele jetztle. Hahnweide? Heinz, wo ist die Hahnweide? Eine Hahnweide? Ist das ein Baum, oder? Schöner Sound. Also ich glaube, das Thema war Pity, das haben wir uns richtig vorgeknöpft. Ich glaube auch. Ja. Aber ist doch nicht. Wer jetzt erst einschaltet, hat immer noch Action. Ah, Korantik. Elblo.
Aha, ob wir mal wieder eine Drückjagd machen. Ich denke schon, oder Fabi? Ich Ja, ich glaube, mache Fabi sowieso ist immer ja, wieder welche. der ist ja mittlerweile echt der Drückjagd-Spezialist. Klar, auf jedem Revier ein oder zwei. Ich call mal wieder, nicht, dass die wieder abhauen. Ja. Guter Plan. Ah, Und das das Zeug hier schon drin, oder? Pfütze echt kann sich ja schon kulinarischen mal ein Stück nach Chaos. vorne bewegen. Ah, da ist er Wer ist ja. denn der Schütze überhaupt? Ja, Ja, einer gute von euch Frage. zwei. Ich habe den letzten Schuss getätigt. Ja, aber der war so klein. Komm. Schauen wir mal das richtige Schießen. Dann gehe ich mal aus dem Weg hier. Kommt er nämlich gleich aus dem Zeug raus. Ja, Wie weit ist nimmst denn du. das zum Busch? 32, 30 Meter, 28 Meter. So viel weiter vor musst du, glaube ich, gar nicht, Markus. Ja, ist gut so. Hängt es Ja, ich hier? wollte halt noch so weit, dass ich was sehe, weil es war vorhin ein Ja, bisschen blöd. okay. Weißt du, auf den niedrigen Skill-Level hast du nicht so lange Zeit zu zielen. Und wenn du dann nicht siehst, wo das Tier ist. Dann gleich alles passen. Moment. Schon cool, er muss jetzt dann irgendwann durch diesen. Ja. Noch kurz. Könnt ihr demnächst mal zeigen, wo Der Wind ist aber wir auf der schlecht. Map sind? Ja. Wind steht im Wenn Rücken. wir machen, wenn der Wapiti erlegt wurde. Wo ist Jetzt der höre ich jetzt Schritte. eigentlich? Also bei mir fangen Da jetzt kommt die er. Schritte an. Also Der tippe ich mal, läuft das ist jetzt so aber, der 30. läuft breit zu dir. Weit. Jetzt kommt er wieder. Den nicht. Jetzt kommt er links von dir. Ja, da kommen die Schritte auch her. Ah, jetzt sehe ich ein Geweih zwischen den Büschen. Ja, boah, sieht auch schon cool aus. Ja. Das ist halt super, das kommt hier halt richtig gut, wie man es auch in echt manchmal kennt, dass du aus so einer Hast du einen Deckung. Schuss auf den Fabi? Was? Ich nicht, nee, leider Okay, nicht. aber jetzt. Ja. Jetzt Ja ist gut, er der wieder Wind war los. schlecht. Der Wind war einfach schlecht. Ja. Aber, Hat sich keiner bewegt. ja, du kannst mal zeigen, wo wir auf der Karte sind, Andi. Ja. Ja. Dann schauen wir mal, dass wir einen Grizzly finden. So, hier ist es, hier bewegen wir uns gerade. Jetzt will sich jeder gleich wieder notieren. Wapitis. Ja, Folgen ich Sie meine, wir haben dieser uns ja Route. im Kreis bewegt. Also wir sind ja noch relativ nah an der Lodge. Ja. Der Trick ist einfach loszulaufen. Dann sind die Wapitis eigentlich schon da. Okay, den haben wir jetzt nicht gekriegt, aber es waren wunderschöne Bilder. Verkackt, sagt der Onkel. 1A. Ja, ja. Sollen wir mal so ein Bär ein bisschen reizen, oder? Ja, jetzt lasse ich mir erstmal noch vom Bär umrennen und dann. Dann fühlst du dich wieder wie ein echter Mann. Ja, ich töte ihn mit dem Recurve-Bogen. Also mit dem Cable-Backed wird es mich schon. Oh Ja, ja, dem aber dass du letzten Schuss. da. Da wird es Eindruck auf mich machen. Den Cable-Back habe ich nicht dabei. Den Cable-Backed habe ich auf 7 Meter auf dem Schwarzwedelhirsch verwendet. Kann man auf dem Kanal anschauen. Ich glaube, das vorletzte Video war es. Und der ist noch echt weit gegangen. War die Fluchtdistanz. Ich glaube, rund 300 Meter, sowas. Okay, auf 7 Meter. Aus 7 Metern, ja, mit dem Lungenschuss. Also, auf dem Bären ist es dann eine echte Herausforderung. Wobei ich auf der Bogenschießstand stand in Red Feather Falls auf den Schwarzbären, der da, wie weit steht der weg? Ich glaube 15 oder so. Kriege ich mit dem Cable weg eine Doppellunge. Okay. Dann müssen wir mal ausprobieren, gell? Aber ich glaube, es wäre nicht das richtige Projekt für so einen Livestream. Nee, da vorne steht übrigens ein Weibchen, nervös. Okay. Okay, kümmert uns das? Nee, oder? Ich würde halt fast sagen, guck mal, das sind 60 Meter von hier. Lass die Was? Armbrust sprechen. Wo bist du denn eigentlich? Okay, wo bist denn du? Voll auf Ach der anderen so. Seite. Ach, hier Ja, sind nur 200 Meter weit weg.
Ich dachte, ich laufe voraus und ihr mir hinterher. Das stimmt eigentlich. So was okay. Abgesprochen, Jungs. Ja, ich habe hab den nicht Führer gerufen. Verlassen. Moment, wir kommen. Oh. Ich dachte halt, der Fabi weiß, was er tut, weißt du? Ja, hier haben wir ja letztes Mal den Grizzly gefunden, weißt du? Deswegen dachte ich. Ja, nee. Boah, guck mal, wie schön es aussieht im Wasser. Spiegel. Spiegel klar. Also die Map. Ganz ohne Spaß. Die löst jetzt auch endgültig White Hart ab. Auf jeden Fall, ja. Ohne Kojoten. Aber es kommt ja noch eine Bilder dazu. Also. Ach so, okay. Der Papa sagt, ich gehöre nicht zu denen. Ich habe mich jetzt mal während Warten ein bisschen beschäftigt. Es sei dir vergönnt. Ach, der Schwungi, wenn wir den dabei hätten, wäre natürlich alles einfacher. Echte Pfadfinder halt. Oh, Männer. Bitte Schafe, ja. Machen wir gleich. Schafen das Weibchen kann ich einfach einsammeln, oder? Ja, ja, natürlich. Okay, das scheint an den Weibchen zu liegen übrigens. Das ist auch jetzt so komisch, oder wie? Nö, die ist auch weg. Auch weg, auch alles klar. Instant gedroppt und ist auch weg, die gibt's nicht mehr. Schlägt sich so gut. Das ist ihr, halt seht bestimmt, ihr seht bestimmt den Dom jetzt und wenn du hinläufst, ist da nichts. Immer von hier schon. Egal, weiter. Es ist halt einfach, wenn der Forsthelden ein Tier droppt, dann das pulverisiert es einfach. Wenn der Score so hoch ist, löst sich in Luft aus. Na, ich glaube, das löst halt einen Fehler im Programm aus. Wenn ich einen Instant drop, das kann eigentlich nicht sein. Riss im Raum Zeitkontinuum und weg damit. Als ob, ey. Ha. Die Umgebung reißt nicht ab. Wenn man so auf die Map guckt, ist eigentlich fast lächerlich, was wir da jetzt zurückgelegt haben, oder? Ja, kann man so sagen. Ich meine, bis jetzt 5 Wapiti-Bullen, oder? Erlegt und gesehen nochmal 2 mehr. Und einige weibliche. Ja, jetzt wäre es nochmal gut, die anderen Tierarten halt auch noch klar. Einen Start zu kriegen. Das ist jetzt der Plan. Ich mein, gut, das ist echt nicht zu unterschätzen, weil die Zeit, die fliegt so, wenn man sowas macht. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also ihr schon, aber... Ich bin wieder eine Stunde rum. Wir haben um 10 die Karte. Ja gut, wir haben die Karte schon davor aufgehabt, aber trotz allem. Maultiersch. Ja, weiblich. Den Balk habe ich noch nie gesehen. Ist das ein Berg oder ein Hügel? Ja, ein Hügel. Du weißt ja, der Mann, der auf den Balk hinaufstieg und von dem Hügel herabkam. Zeig mal ein paar Ameisen. Aber ich finde es cool mit den Ameisenhügeln. Der Punkt mit den Schafen ist, wir würden halt schon noch gerne den Grizzly sehen, bevor wir zu den Schafen gehen. Und sonst müssen wir immer so weit hin und her reisen. Deswegen, also wir werden auf jeden Fall noch zu den Schafen gehen. Ihr braucht da nicht ständig drauf rumhacken sozusagen. Wir machen das auf jeden Fall noch, aber es ist halt einfach sinnvoller, wenn wir jetzt erst noch versuchen, den Grizzly zu bekommen. Weil die gleichen Gebiete teilen wie die Maultierhirsche und die Wapitis. Genau, haben wir ja schon erklärt. Die sind eher weiter unten. Wenn man sich das auf der Karte anschaut, sieht man ja, dass oben da ganz Berge sind. Ähnlich wie in Val d'Or. Wo dann eben
Schafe und Weißschwanz-Schneehühner leben. Und hier unten eben dann die Wapitis. Netarion, und schön, dass du da warst. Sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Da hat sich gerade einer verabschiedet, nachdem er 36 Stunden wach war. Ja. Hol ihn doch die Möglichkeit ein. Das kann ja, dann schlaf mal ein bisschen. Das hast du verdient. Gute Nacht. Reim von Schafen. Hier war ich auch noch nie. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist zum ersten Mal, dass ich bewusst grün belaubte Pappeln sehe. Schaut mal. Oh, stimmt. Die waren sonst immer gelb. Und schaut mal die hier an, die hat so einen hellgrün-gelb gemischten, auf die ich gerade zulaufe. Mhm. Also die unterschiedlichen Blattfärbungen. Auch noch mal ah, ja, okay, das ist aber auch keine Pappel. Das ist eine Lerche. Eine Lerche, okay. Ja, die Achso, ja, stimmt, dazwischen steht. Ja. Aber die Lerche ist normalerweise auch gelber als das. Ja. Aber die, ich habe mir nämlich gerade gedacht, irgendwie sehen die Farben hier anders aus, bis ich es realisiert habe, dass hier noch einfach noch grüner als noch nicht verfärbt. Da vorne ist ein Bär. Bär. Jawohl. Nein, der Bär Nein, ist ein Bär. Oh Mann. Jawohl, wir haben uns gegenseitig. Auch noch weiblich. Richtig gut. Ich dachte einfach, das muss ein Bär sein, weil es so nah ist und nicht wegrennt. Ja, man hat nur den Rücken gesehen. Ja. So groß auf die Distanz. Ja, komm. Naja, also ist... Noch ein Weibchen. Bär und Maultierhirschweibchen kann man ja auch mal verwechseln. Also, sind wir mal ehrlich, die sehen sich ja auch ähnlich. Fast die gleiche Art, ja. Sollen wir einfach weitergehen? Ja. Nicht, dass noch irgendwie. Sind jetzt eingekreist. Direkt vor uns ist auch eine. Hm. Ja, oder wir knocken sie einfach um. Weiß nicht, dass noch ein Eisbär draußen wird oder so. Wir schießen uns den Weg frei, oder? Ja. Gut. Number one. Lege mich mal hin. Wo ist denn noch eins? Ich sehe keins mehr. Ja, mach. Ja, wenn du eins siehst, schieß es. Ich sehe keins mehr. Jetzt höre ich aber eins. Ja, der war vielleicht den Baum davor. Das könnte den Baum? Sein. Okay. Nee, das hat schon getroffen. Oder? Ja, für mich jetzt so ausgeschaut, als hätte ich. Box von dem kleinen Baum da. Blockt. Aber schauen wir mal. Okay, das Maultierschweifchen ist nicht verschwunden, aber das brauchen wir euch, glaube ich, nicht zeigen. Das wissen wir, wie die aussehen. Schauen wir mal. So, Master Pets. Hat auch tatsächlich Lungenschweiß. Also ist durch. So, ihr Herr Jagdführer? Ja, ich bin noch so grob in eurer Gegend. Ich habe jetzt mal aufgepasst, dass ich euch nicht verliere. Hol die mal noch schnell, gell? Ich wusste nicht, ob ich jetzt in die Richtung bleiben soll, auf dich warten oder dich hinterher gehen soll. Ja, Fabi, okay. Du sammelst das Weibchen noch ein, oder? Das ist der Plan, ja. Okay. Ja, dann können wir hier... Falls sie irgendwo liegen bleibt. Endlich mal. Also Lungenschuss war es zwar, aber anscheinend... Ich folge mal dem Jagdführer. Genau. Jeder weibliche Maultier. Das war jetzt ein Grizzly Rare, sagen die. Oh, männliche Maultier. Habt ihr das gehört? Nee. Ja, ich habe ihn. Okay, gehört. Okay. Irgendwo da. Jetzt habe ich noch ein Weibchen gehört. Nee, ja. Hier. Ist ja perfekt, den können wir hier auch schön sehen. Aber ich meine, Maultierhirsch ist halt. Ah, ja. Meine liegt hier. Okay. Das hat aber schon lange gedauert. Ja, ist wahrscheinlich halt nur Einfachlunge oder Lunge, Schulterblatt wahrscheinlich, ne? Ja, das war eigentlich mit der Armbrust, also sollte es eigentlich ziemlich durchgeräumt haben. Stimmt. Schau mal. Wie stand's denn? Spitz oder breit? Jetzt. Ne, tatsächlich nur eine Lunge und Schulterblatt und die Leber nicht. Ja. Ah, das ist der Jagdführer hat mal wieder. Na klar. Da habe ich gehört, wie du abgekommen bist. Da sehe ich das Weibchen. Rauchen. Was ist jetzt der Plan? Ich habe jetzt mal den Maultierhirsch gecallt. Wir schauen ihn uns doch zumindest mal an. Wenn es ein großer ist, würde ich sagen. Stimmt, das ist eine schöne Stelle für einen Bärenfass. Tja, funktioniert halt leider nicht. Ja, aber eine schöne Stelle wäre es. Mhm.
Ist übrigens auch noch eine Info, wer es noch nicht mitbekommen hat, aber das haben wir, glaube ich, vorher auch schon erwähnt, gell? Ja. Ich bin mir nicht. Nee, im Englischen, oder? War das im Englischen? Ich bring's irgendwie nicht mehr auseinander. Also, nochmal, es wird keine Bärenfass-Jagdmöglichkeit für den Grizzly geben. Aber wenn ihr eure Jagdäste trollen wollt, könnt ihr ja mal eins von uns hier hinstellen und Baum sitzt dazu, vielleicht sitzt sich ja jemand hin. Genau. Das wird sowas von funktionieren, ohne Spaß. Ja, also da gibt es ja die Geschichte mit den Truthahn-Decoys, die jemand aufgestellt hat auf, ich glaube auf Val d'Evoire, um sich Markierungen zu setzen für Weitschüsse. Mhm. Und dann eine Jagd gehostet hat und dann saß dann jemand daneben mit der Truthahn-Quietsche. Probieren kann man es ja mal. Ja. Vielleicht wollte er die Decoys anlocken. Stimmt, das könnte sein. Hat sie ja auf 150 Meter gesehen. Bei Leute, die auf Decoys schießen, hatte ich schon öfters auf Karten. Und dann fragen, warum die Tiere nicht sterben. Sieht auch zu realistisch aus. Ihr seht den Maultierhirsch aber auch noch nicht, oder? Nee, komm ich nicht weiter, oder? Ja, komm. Oder zumindest auf den Zug. Soll mal im Chat fragen. Oh, Jägerdeo? Wollt ihr einen Maultierhirsch sehen oder nicht? Jägerdeo. Weibel ist da. Mein. Um die Uhrzeit, vielleicht haben sie sich schlafen gelegt oder sie hängen irgendwo fest, oder? Also für Schafe gibt es gar keinen Caller. Die machen auch keine Geräusche bis jetzt. Ja, also Schafe sind auf jeden Fall. Schafe sind tricky, auf jeden Fall. Aber ist ja gut, ich meine. Und merkwürdigerweise, am sichersten machen wir, dass wir einfach finden einen Bären, aber irgendwie. Matze schießt dafür gern auf Steine bei der Dekornschafjagd. Hey, das. Eifisch, du musst es anders sehen. Die 9.3, die stand schon wieder so lange im Schrank, die muss mal wieder richtig durchgeblasen werden. Also stehen wir auf, oder? Oder sollen wir beide couchen? Ja, stehen wir auf. Ich würde sagen, wenn wir jetzt in den nächsten. Was nämlich auch noch sein könnte mit dem Maultierhirsch, ist, dass der, bis ich den zurückgekollt habe, dass der, wenn er in eine andere Richtung gezogen ist, schon wieder aus der Renderdistanz raus war. Ja, kann sein. Das könnte sein. Weil ich sage jetzt mal, hier auf der freien Fläche wäre es sehr schwer, den nicht zu sehen. Aber wie die Landschaft hier jetzt auch schon wieder anders ist. Hier ist das Gras dunkler. Da ist sie jetzt. Wie soll man so sagen, wenn wir in einer Viertelstunde keinen Bär finden, dass wir dann zu den Schafen gehen? Ja. Oder was würde ich sagen. Wir können ja immer noch dann zurücktraveln. Ja. Die Mitte oder wie auch immer. Ich meine, wir sind halt auch noch nicht gar nicht so arg weit gekommen. Mhm. Nee, das ist ja gut, es ist schon weit, aber für die Map ist das halt nix. Also ist auch nicht weit, aber auf Hirschfelden wären wir jetzt halb durch. Ja, auch nicht, auch nicht ganz. 3 Kilometer haben wir jetzt, aber zumindest wären wir durch ein Gebiet, in dem bestimmte Tierarten vorkommen. Mhm. Und hier bist du halt ewig lang in einem Gebiet, wo halt nur bestimmte, oder hauptsächlich nur bestimmte Arten vorkommen. Das ist. Ich meine, wenn ihr vorhin von Drückjagden habt, was ich mir hier auch vorstellen kann, ist, dass man von der Grenze oben startet und die Tiere auf den See zudrückt. Mhm. Und hier unten am See Leute abstellt, weil auf den Wiesen, an den Seen hast du richtig weites Blickfeld. Also ich glaube, dass die Map echt geil wird für Drückjagden, vor allem weil du im Wald immer wieder so kleine Öffnungen hast. Macht dann am meisten Spaß, wenn du dann auf kurze Distanz relativ schnell schießen musst. Dann halt auf Freifläche von was weiß ich. 60 auf 60 Meter. Da macht es dann richtig Laune. Oder hier ist auch cool. Wenn sie dann direkt vor dir aus dem Wald raus rauskommen. Müssen mal schauen, was ich machen lässt. Aber irgendwie keine Grizzlies. Na jetzt, die fangen glaube ich auch hauptsächlich erst in dem Wald wieder an, oder?
Normalerweise schon, ja. Also ja. Die sind immer eher auf den Duck, auf den in Waldgebieten sind sie eigentlich. Ja. Na gut, da wird es ja jetzt, genau. Ja, der Chef fragt, wo ich so lange war. Ah, ja. Man braucht halt einfach ab und zu mal eine kleine Pause von dem Ganzen. Aber es wird weitergehen, Freunde. Nicht nur Streams, ich mache auch wieder Videos. Aber man hat halt manchmal so das Gefühl, ja, man hat alles durch, aber irgendwie geht es da gar nicht drum, immer was Neues zu machen, glaube ich. Ja, bei mir ist es halt so, dass es aber für mich selber irgendwie darum geht, weil... Ja, sicher. Man macht es ja auch, also nicht nur für die, die es angucken, sondern auch ein bisschen auch für sich selber. Jetzt haben wir wieder einen Bock. Auf der anderen Seite vom Wasser. Ja. Ein Hirsch. Wir den sehen, aber ich glaube nicht. Ah, doch, da zieht er. Doch, oben. Da ist er. Naja, kleiner. Kleiner? Okay. Ja, ziemlich schwach. So, jetzt gehen wir ran an den Bär. Ich spür's schon. Jetzt geht's los. Na, hoffentlich. Ich meine, es kann ja keiner sich drüber beschweren, dass hier keine Action war. Es war halt nur eine Tierart. Die Bitte schaut aber schon sehr bärig aus. Heinz, die Bären, die Grizzlies sind nicht sehr scheu. Hat aber im Englischen echt den Anschein gemacht, gell? Also tatsächlich ist es oft so, dass... Da vorne steht ein... Die eher angreifen. Also ein Bär, nein, ein Maultierhirsch. Da, wo ich Punkt gemacht habe. Ah, das schaut ja gar nicht so schlecht aus, oder? Zwei Stück sind es. Also den ich gesehen habe, der war jetzt nicht so direkt berauschend. Nebeneinander. Guck, der andere kommt jetzt unten raus. Den habe ich noch nicht gesehen. Also der eine jetzt Score 80 bis 75. Ah, das ist Weibchen, okay. Jetzt sind die beiden jetzt. Ja. Ja, müssen ja aber auch Beispiel, ich finde, so ein Gebiet, die machen sich ganz gut im Gebiet. Friedrichjagd. Ja. Oh ja, stimmt. Cool. So ein bisschen offene Schneise. Ja, das wäre ja jetzt auch im echten Leben ein Top-Drückjagdplatz, ne? Klar, auf jeden Fall. Ja, deswegen meine ich ja. Du hast überall Kugelfang. Oder zumindest in die Richtung, wo du guckst. Bei Flächen ist top. Tippitoppi. Ah, vielleicht gehen wir doch tatsächlich zu den Schafen, weil wenn die jetzt hier auch noch weggeflüchtet sind. Und versuchen sie in der Mitte nochmal nachher. Ja, komm, das machen wir. Oder? Ja. So. Also zu welchem Zelt wollen wir gehen? Ja, zu dem abgemachten. Ihr seid schon gefast traveled, gut. Ah, da forscht die. Und auf dieser Brücke müsst ihr aufpassen. Heimtückische Leute könnten auf die Idee kommen, einen runterzuschmeißen. Tatsächlich. Absolut, ey. Ja gut, Männer. Dann mal los. Sieht auch cool aus, natürlich. Ich glaube, davon gab es noch gar keine Bilder oder sowas, ne? War auch nicht im Trailer. Weiß ich nicht. Mit der Brücke hier und den beiden Tunnel. Guck mal, der Vorstellt hat auch kleine Flinte mitgenommen, wohlweislich. Oh ja, das kann ich auch mal machen. Wer für die Ptarmigans? Das ist doch mal so ein Vogel vor uns davon fliegen möchte. Wie heißen die Weißschwanz-Schneehühner? Schneehühner, genau. Wie oft kommt der Zug, fragt er. Pro Bratze Fail einmal, also nie. Was ist denn das da vorne für ein Spur-Fail? Oh ja, da ist eine Spur. Mich gerade umgedreht, um das hier zu genießen, aber das wird wohl ein Schaf sein. Ja, ein Schaf. Jawohl. Ja, Anliege kann ich mal zeigen, wie geil es ausschaut, wenn du hier oben stehst und dich umdrehst. Richtig drücke. Ah, schade, ist ein weibliches Schaf. Ja, aber die Alten, wohin? Moment.
Also 15 bis 22 Minuten und hier lang. Ja, das lohnt sich doch hinterher zu gehen. Das ist ja eine relativ Scharfes Schaf. frische Spur. Sollte man dann vielleicht crouchen, hm? Oder was meint ihr? Weil Ist die halt Schafe weichlich, wahrscheinlich. aber warte mal, hier links ist noch eine Spur. Checken wir das mal ab. Können ja auch mehrere sein. Ich wollte jetzt aber noch mal den Leuten hier das zeigen. Guck mal, wie cool es aussieht. Schon wieder komplett andere Ich meine, Kulturen. weiblich ist vielleicht jetzt nicht das Ziel, aber so für einen Anfang wäre das doch Ah schon ja. mal. Klar, Hier haben außerdem wir können andere ja noch. noch dabei sein. Vielleicht liegt Ja, es ja im hier. Hang gleich. Ja. Aber ich meine, die Spur ist halt so jung, dass es sich Ja, lohnt, hinterher zu gehen. 13 bis 20 Minuten jetzt. Ja. Da haben wir sogar einen soliden Kreis schon, gell? Bei Ich noch der, nicht. das war gerade eine. Ja, ich noch nicht, weil. Oh, hier ist eine Spur, oder? Zwei Irgendwo. Stück sind sie da. Ist aber auch ein Weibchen. 11 bis 18. So, dann geht's hier unten weiter. Gemsen, gibt es das überhaupt in den Rockies? Nee. 9 bis Nee. 16. Gibt's Pronghorn? Guck mal hier unten, Markus. Oder Pronghorn hast du gibt's da. weiter unten. Wo? Hast du Aber es gibt's auch. auch in den Ach, da Rockies, oben ist auch oder? noch eine Spur. Oder Ja, aber nicht unterhalb oben der in den ba Rockies. unterhalb, ja, genau. In den Rockies gibt's noch Weißwedel natürlich. Braunbären. Also und Schwarzbären auch noch. Also Braunbären ist ja der Grizzly. Schwarzbären. Dann heißen die Puma, klar. Es gibt doch auch noch irgend so einen Pflanzenfresser. Wölfe gibt's auch, oder? Ja. Also in den Rockies hast du eigentlich so ziemlich alles. Stimmt, ja. Dachte, es gibt noch mal irgendeinen Pflanzenfresser, nicht die Pronghorns, sondern Mountain Goats. Ah, Billys natürlich. Ah, stimmt. Diese ganz weißen. Okay, also wir kommen näher. 6 bis 13 Minuten. Ja, dann stehen die wahrscheinlich wirklich irgendwo im Hang, hä? Ja, wollte ich gerade sagen, entweder im Hang oder halt unterhalb der Brücke. Aber das müssen wir nicht beides sehen können dann. Ein Haufen Spuren. Ja, aber es Also ich sind habe hier nur Spuren von von zwei. bestimmt. Ne, also wo ich stehe, sind es vier verschiedene. Ich weiß aber das Geschlecht Müssen leider nicht. wir. Ja, aber da bin ich so ungefähr gerade durch. Das war alles weiblich. Okay. Aber es sind mehrere auf jeden Fall. 5 Stück insgesamt sollten es sein. Ah, ich habe sie aufgeschreckt. Ich habe gerade eins rennen sehen. Echt? Gerade da vorne, gell? Über die Kuppe ist gerade eins weggerannt. Da. Okay. Genau die Kuppe da. Wie weit waren sie ungefähr weg? 60 Meter. Echt? Also 7, glaube ich. Okidoki, Männer. Das ist eine echte Herausforderung. Der Jagdfreund fragt, ob er da aus dem Stream ein Best-of machen darf. Ja, klar, warum nicht? Kann ich gern machen. Kannst du mir dann die, wenn du es aufgeschnitten hast, die Rohdatei schicken? Ich veröffentliche es dann. Nein, war ein Witz. Monetarisiert natürlich. Klar. Um den 1 Dollar YouTube-Money rauszuholen. Habe noch keinen Cent YouTube-Money gesehen. Nur eine virtuelle Zahl, die ich mir nicht auszahlen lassen kann, weil sie noch zu klein ist. So, wir müssen mal wieder hier runter. Ich Euer bin mir Gang, nicht boah, guckt sicher, euch ob das mal an. ich Schritte höre. Jetzt habe ich eigentlich Hoffnung, dass wir mir hier über die. Hör sie doch. Ja, hier unten, oder? Da ist eins, da direkt. Oh. Leg mich mal Hier. hin. Ich schieß, oder? Ja, Wenn du wenn du es siehst, siehst und klar. die. Ah, jetzt sehe ich es auch. Liegt. Sauber. Doch, die Zuschauer haben es gesehen. Ah ja.
Wenn ich es gesehen habe, haben es die auch gesehen. Wo war es jetzt? Genau aus der Richtung, wo du gesagt hast, du hörst was. Deswegen habe ich da runtergeguckt. Ah, okay. Cool. Da ist aber immer noch irgendwas. Ah, ne, das warst jetzt du gerade. Ja, das warst du. Okay. Ah, das ging ja flott. Oh, ich find's gar nicht so schlecht, dass das ein weibliches ist. Weil, kann man sich ja auch mal angucken. Ja, ja. Eben, also, ich habe deine negativen Vibes, das ist weiblich, nicht verstanden. Gell? Also, ich verstehe es auch nicht mehr. Außerdem ist der Blick von hier oben runter ins Tal einfach der Hammer. Ja, hey, das ist echt der Wahnsinn. Schon allein deswegen lohnt es sich hier hochzukommen. Schau mal hier auch mal mit dem Fernglas in die Ferne, dass die Leute sehen, dass du da schön auch von weitem hier die Strukturen vom Revier sehen kannst, wo es hoher Baumbestand, wo es in... Wo sind Lichtungen, ja, genau. Sieht man das schön. Da ist der Fluss. Also das Layout vom Revier kann man da schön nachvollziehen. Ist richtig cool. Oh, und nach da hinten geht es natürlich weiter. Also es ist echt riesig. So, wo ist das jetzt gelandet? Ja, um nur mal kurz hier vor mir eine Zahl in den Raum zu werfen. Das Zelt, an dem die im englischen Stream vorhin das Schaf geschossen haben, ist über 2 Kilometer weg von hier. Ja, gucken wir mal kurz auf der Map. Also ja, wir haben sogar deutlich da mehr oben, als 2, oder? Ja, 2,1 hat es mir gerade angezeigt. Ah, okay. Habt ihr das Schaf? Doch, da unten liegt es ja. Hier unten vor mir. Okay. Also können wir eigentlich aufrecht hinlaufen, oder? Ich meine, wir werden jetzt hier nicht mehr groß irgendwas reißen. Nö, jetzt rennen wir auch wieder ein Stück zurück in das Tal, in dem wir die Spur aufgenommen haben. Und weil wir wollen ja die Steilwand umgehen, dass wir da hochkommen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ein bisschen in die höher gelegenen Gebiete. Hier das ist aber... mal anders aus. Ah oh ja, nee, das ist das, oder? Ja. Ja, ich würde halt gern wieder an den einen Steinhaufen hinkommen, über den ich nicht laufen konnte und mich so geärgert habe. Ja, und dann auch mal oben das zeigen, die Struktur, weil das schaut ja, wie gesagt, an. 45,3, ja, genau, also die haben auch eine Score. Mhm. Ja klar, die haben ja auch ein Horn. Ah ja. War das gerade einer Sinn. Von den Vögeln? Von euch zwei Vögeln, war das einer? Nee, von den Schneehühnern. Ach so, ja, das... Die könnt es hier, glaube ich, auch geben, ja. Kann sich sagen, als wenn die quietschen. So, liebe Zuschauer, ihr könnt es jetzt euch auch nochmal... So ruckelt das hier runter. Ah. Also hier sind noch mehr Spuren von den Schafen, die müssen hier irgendwo noch sein. So, ich hoffe, man hat es schön gesehen, das Schaf. So, wo seid ihr jetzt? Ach, da. Okay. Also die weiblichen, kann man sagen, schauen alles sehr ähnlich aus. Und an Länge. Ja, ist ja bei den Steinböcken auch ähnlich. Und es ist ja auch in echt so, dass die... Ja. Kann man mal einmal pfeifen und schauen, ob was wegfliegt? Du kannst ja mal im Fernglas schauen. Ich bin ja hier bei dir. Vielleicht ist hier was da. Ja, schaut aber schlecht aus. Hätten wir es wahrscheinlich gleich gehört. Ich glaube, das verzeihen uns auch die Zuschauer, wenn man die nicht gesehen hat. Ich meine, die gibt es schon in 2 anderen Revieren. Ja. Nee. Wie die Maultiere. Ja, okay. Schaut ein bisschen anders aus, aber das erkennt man jetzt ohne Fernglas. Die sehen ein bisschen anders aus, aber das würdet ihr so schnell wie wir schießen eh nicht erkennen. Nein, nein, ich habe schon noch Hoffnung, dass wir welche finden. Was ist denn das hier? Jetzt? Wo bin ich denn? Nicht springen! Boah, sieht aber auch cool aus hier. Hoppla, aber wir sind auf dem Dach von dem Tunnel. Ich bin jetzt da reingefallen, komme ich da überhaupt heil wieder raus? Sieht glaube ich nicht so aus. Wo bist du reingefallen? Ja, da wo wir jetzt alle sind. Wir sind des Todes Gewalt. Ja, wir hüpfen da jetzt runter. Nein! Ach Mann. Oh.
Okay. Bratze ist 1000 Meter weg. Hä? Ha, ja, guck klar. Mal. Hast du kein Medikit dabei? Ja, ich nicht, aber du hast eins für mich dabei, oder? Ja, aber du liegst hier. Du liegst auf der anderen Seite vom Tunnel irgendwie. Du liegst 1021 Meter von uns weg. Ja, klar. Ja, ernsthaft. Leid, wir sind irgendwo anders. Nee, wir sind weg. Guck mal, wo wir sind. Auf der Karte. Ich kann die Karte gar nicht aufmachen. Wir sind 1000 Meter weg von dir. Ah, jetzt bist du auch bei uns. Hier. Ja, jetzt bist du hier. Ja, wir sind jetzt woanders. Alles klar. Aber hier war ich noch nie. Lass uns weiterlaufen. Mal schnell die Abkürzung durch den Tunnel genommen. Oh, das war jetzt gerade echt strange. Ja, also wir haben jetzt die Abkürzung durchs schwarze Loch genommen. Genau. Das Wurmloch hier. Einen Kilometer gespart. Also Leute, die Star Trek gucken, weil ihr wolltet ja Potamigin sehen und hier sind schon die ersten Spuren. Halt, halt, halt. Direkt vor uns ist das Schaf weg. Ich es, Andi. Ich höre nur flattern. Ich höre es flattern. Nee, es ist vor uns, man sieht es immer noch. Dann schießt es weg. Wo sind die Vögel? Die müssen hier irgendwo weggeflogen sein. Habt ihr es nicht flattern gehört? Ich meinte, das ist mich aufs Schaf konzentriert. Ich hab's mal markiert, wo es war ungefähr. Und hier sind Vogelspuren. War direkt, also es war in der Kuhle hier vor uns, also auf 20 Meter vielleicht. Boah, Mann, ey. Macht ja nix. Da vorne ist es, da vorne ist es. Ja, ich seh's. Hey, das ist ein Kuhle. Hey, das ist ein Ram, ich hol mir den. Okay. Du holst ihn. Okay. Hast nee, du holst ihn dir natürlich nicht, weil er vorbei ist. Oh, Backup. Hol dich euch. Jawohl, ich hab ihn getroffen. Der ist richtig groß. Okay. Jawohl, das war's. Yes! Yes, yes! Okay, der erste Schuss war so richtig, richtig schlecht. Das war der Moment, wo ich realisiert habe, dass der richtig gut ist. Also, ihr habt gesehen, Schock. Der Trick mit dem Wurmloch ist gut. Ja. Der ist richtig groß. Der ist richtig Leco groß. Leco Mio. Ich habe noch keinen so großen gesehen. Oh. Na, sauber. Du kannst naja. Gehen. Für den ersten Schuss gehör ich eigentlich geschlagen, aber gut. Hektisch geworden, ne? Oh, ein großes. Ja, nee, echt. Das war gerade echt so. Ja, Mann. Du hast mich an jemanden so erinnert gerade. Nämlich? Das sag ich nicht. War der erste Schuss auch schon im Rennen? Oder? Aber ich gebe dir ein Stichwort, weil die Boah. Ja, ja, ich weiß schon. Deswegen schieße ich jetzt aus Erfahrung schnell. Hat was mit Ziegenartigen zu tun. Ja. Ja, das ist halt so bei den. Du musst halt echt. Ja, du hast keine Möglichkeit, das Viech zu callen. Du kannst es nicht. In dem Gelände kannst du es nicht gut verfolgen. Ja. Muss einfach schießen, wenn es geht. Muss einfach machen. Wenn man die Chance hat, dann muss man einfach. Super nuts, I don't have the 340 with me. Oh, Beacon Sheep Tracking Level up auf 3. Mhm. Wie war das jetzt mit denen? Ich habe mich auf das andere konzentriert, das weggerannt ist. Sind die auch gerannt oder? Nee, das war jetzt so. Der erste Schuss war im Stehen, oder? Das hat halt auch noch mit rein. Der stand, ja, aber das. Das hat auch noch so mit reingespielt, weil ich dann auch nicht wusste, war das jetzt der geflohen ist oder wie? Naja. Ne, das Problem war, dass das rechte da rumgetrabt ist und man Angst haben musste, oder? Also als ich geguckt habe, weil man nicht sieht, ob der jetzt echt gleich spitz aus. Ja, der ist Hammer. Also ich hab auf den rechten einen Schuss gemacht, aber dann war auch schon im Wald, dann habe ich so. Boah, guck mal. Der guckt schon das Gehirn. Wie nennt man das eigentlich? Gehirn? Hornmänner? Ja, Horn, Schnecke. Schnecke, ja. Schnecken, ja, also so haben sie es in den Muffels immer gesagt. Boah, guck mal, das Vieh an. Alter Falter. Mhm. Komm, dann machen wir mal einen richtig gescheiten Trophy-Shot zu dritt. Ich glaube, da müssen wir auf meiner Seite stehen, weil alles klar. Sonne. 166,180. Richtig wow, nice. Dann will ich mal sehen, wie die 180er aussehen. Es war nur ein Schuss, der getroffen hat, ein Bodyshot von mir. Solange es liegt, ist ja alles gut. Ah ja, bin echt froh, ey. Das ist echt traumhaft. Ich glaube, Wahnsinn. Warte, ich glaube, wir müssen nochmal. Ich
will den schon so ein bisschen in der Sonne haben. Okay, du sagst uns einfach, wo wir hin sollen. Ja, ihr seid, glaube ich, ganz gut. Okay. So, und jetzt die Waffe in Anschlag. Boah, was für ein Vieh, ey. Nee, so sieht's aus. Einen Moment Geduld, Freunde. Wir haben uns, haben ja die Zeit, die können wir uns ja nehmen. Die Kornschaf, nicht Mufflon. Genau. Schaut aber sehr ähnlich aus. Ja, der Sattelfleck fehlt. Ja, ist halt die amerikanische Variante vom wilden Schaf. Ja, das sieht gut aus. Alter Falter. Holla die Waldfee. Richtig gut, ey. Jetzt brauchen wir noch einen Bär. Oder? Was sagt ihr? Klar. Schauen wir mal. Wie lange sind wir denn jetzt? Waren wir jetzt unterwegs? Wollen wir schon wieder fast traveln? Wahrscheinlich ja nicht, gell? Nee. Dann suchen wir doch mal, wo die Vögel sind. Ja, oder so. Ich meine, solange es nachher noch Zeit bleibt, nochmal nach dem Bär zu gucken, ist alles gut. Naja, ein Mufflon ist halt eigentlich ein großes. Also für die Vögel brauchen wir ja nicht rumlaufen. Ja. Die bleiben eh sitzen. Ein Mufflon ist ein korsisches Wildschaf ursprünglich. Und das hier ist halt ein amerikanisches Wildschaf. Also verwandt sind sie auf jeden Fall. Könnt ihr euch ja mal auf Google die Bilder anschauen. Mufflon schaut schon anders aus. Vor allem vom Kopf sind die deutlich dünner. Schmecken muss es, sagt der Meradi. Guck mal, man läuft hier einfach wie ein Profi hoch. Hast du das gesehen? Ja. Das, was man nicht schießen kann, das hat man in den... Naja, okay. Fußgeräusche. Fußstapfen sind auch ganz anders hier oben. Also wer es jetzt übrigens wissen will, der Zug kommt immer um 13 Uhr. Dann kann man von Tunnel zu Tunnel fast traveln. Das war so witzig. Das ist aber ein guter Trick, oder? Ja, war gut. Die Kornschaf flüchten. Ja, es sind ja noch männlich. Das ist zwei andere Muffel wieder weggesprungen worden. Ist doch ein Muffel, oder wie? Ach Männer, das macht Spaß. Ich dachte, ich habe was gehört, war aber nichts. Muss doch noch immer mal wieder nach hinten gucken. Oh. Nee, links gehen hier nicht. Haifisch. Der hat bestimmt wieder seinen Fail-Counter an, kann es sein? Wahrscheinlich. Nee, der hat ein Foto von dem Mufflon. Da sieht man auch schön den Sattelfleck auf dem Foto, aber leider könnt ihr den Link nicht sehen. Aber wir trauen allen zu. Google Mufflon, Google, Bildersuche. Genau. So kompliziert ist es. Bin da guter Dinge, wieso gehe ich denn jetzt schon wieder? Achso, wegen dem Mufflon. Da ist zählen schwerer. Ja, aber ich weiß nicht, wo die nächste Spur jetzt ist. Habt ihr die gesehen? Auch nicht, nö. Ich hab ja gerade das. Ne, der ist auch nach rechts weg. Ja? Also wir laufen hier praktisch falsch. Ja, okay. Aber wir wollten ja eigentlich auch Vögel finden. Stimmt. Also den Witter kann eh nichts mehr toppen. Ja, ich glaube auch nicht. 166 war er, gell? Callen die Vögel auch? Gute Frage. Ich habe bis jetzt callen. Gehört. Hab ich schon gehört. Ich glaube, die callen und die machen auch Geräusche. Also Geräusche machen sie auf jeden Fall, ja. Also wo wir vorhin da an dem Tunnel gefast-traveled sind, habe ich auch definitiv wegfliegen sehen. Also die verhalten sich einfach wie die anderen Schneehühner auf, wie auf Waldebar und Jemaldal. Ich muss dann mal ausprobieren, ob man oben auf den Tunnel ein Startzelt hinstellen kann. Stimmt, ja. Aber das geht sicherlich. Meinst du es ja auch am Tunnel?
Oder du machst nein, das na, so. Nein, da oben drauf, weißt du. Achso. Stimmt, das wäre praktisch. Mufflon in Hirschfelden, was meinst du, Bratze? Fragt einer. Wäre eigentlich ganz cool, aber ich finde, Hirschfelden ist schon so überbevölkert. Man könnte auch total viel auf Hirschfelden tun, aber dafür ist Revier ja zu klein. Man könnte es also einfach verdreifachen, die Fläche. Rehen, Tauben. Dachs. Dammwild, alles. Ja, genau, Dachs. Hey, guck mal, wie cool das hier schon wieder aussieht mit dem Gras und den toten richtige Bäumen. Rothirsche. Also, die Weite. Guck mal, da ist eine Spur da links. Ich check mal kurz die Spur. Wo ist eine Spur? Links war da eine. Ich glaube, so weit, also mein Level kann weiter Spuren sehen, wahrscheinlich deshalb. Ich glaube, wir laufen zu weit in die Berge. Hier wollen wir eher wieder nur Schafe das finden. Ist, ja, das ist ein weibliches Schaf. Also ich bin Real-Life-Jäger. Der Markus ist Real-Life-Förster, gell? Da und Jäger. Jagdsteininhaber, oder? Ich sag mal, wenn man passiver Jäger ist. Also nicht. Ja, nicht Jagd, aber ich habe einen Jagdschein. So. Jagdscheininhaber. Also ich habe ihn momentan nicht gelöst. So ist der Andi ist zukünftiger Jagdscheininhaber. Ach so. Ja klar, irgendwann halt. Wenn mal wieder Zeit ist. Jo. Geht da schon was. Boah, da ist ein richtig fieser Stein. Der sieht aus wie so ein Mufflon. Oh, ich habe wie so ein die Grundschaf einen Kreis auf das Schaf hier. Oh ja. Ist es eigentlich männlich oder weiblich? Weiblich. Ach so, dann können wir ja laufen, oder? Jetzt hat es nicht mehr, jetzt haben wir einen schwarzen Kreis. Ja, den hatte ich davor auch schon. Den hatte ich auch schon. Achso. Eine Spur früher schon. Ja, aber dann passt es noch mit dem Talk gehen. Ja. Guck mal, wir kommen immer höher und wir sind noch gar nicht oben. Das ist immer krass, wenn man dann mal wieder zurückguckt. Nee, ich war noch nie im Gebirge jagen, also weder auf Gams noch auf Murmeltier, aber Fabi, du glaube ich, oder? Ja, auf Gams und Rotwild im Gebirge. Murmeltier gar nicht. Also Murmeltier haben wir mal gesehen, aber die werden da nicht bejagt. Aber ich hatte einmal die Möglichkeit auf einer Drückjagd dabei zu sein, wo Muffelwild vorkam. Das war auch ganz spannend. Ich bild mir ein, schon wieder was zu hören. Ja, bleiben wir mal alle stehen kurz. Nee, das waren wir. Also ich auf den Stein im Sahn. Also richtige Gebirgs. Welchen 115 Keiler? Den 115. Gab es nur einen 115 Kilo Keiler? Da gibt es mehr wie einen. Ich glaube, ich habe gerade so einen Vogel gehört. Echt? Ja. Okay, nice. Okay, komm, wir machen ein Full House heute noch. Fällt nur noch ein Bär. Guter Plan. Irgendwo aus der Richtung kam gerade so ein Gluckse. Ja, jetzt schon wieder. Okay. Hört sich aber noch ein bisschen weiter weg an. Ich habe keine Schrotflinte, deswegen habt ihr freies. Feuer frei, wenn sie kommen. Feuer frei, oder? Ja, absolut. Nein, ja, wir wissen noch nicht, wann das Revier ungefähr kommt. Ja, ungefähr würde ich sagen in den nächsten 2 Monaten. Okay, sehr ungefähr wissen wir es schon. Ja, jetzt habe ich auch was gehört. Höre ich wieder nichts mehr? Ich habe auch nichts mehr. Das ist so ein Gackern, habe ich gehört. Gehört. Ganz so ein Gluckern, so ein bisschen. Ja, wissen wir nur auf einen Stein. Und dann erinnert an Birkwild oder Auerwild, so ein Gegluckse. Also die Richtung, die du gerade machst, ist glaube ich gut. Ich hab's gesehen. Ja, dann. Ganz kurz mal hinterm Stein. Ich glaube, es sitzt da. Oder es ist hinter den Hügel gerannt. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe den Eindruck, dass wir da oben eine kleine Kuppe haben. Wenn wir auf der Kuppe sind, können wir vielleicht mal pfeifen. Ja. Dann haben wir einen Rundumblick. Aber warte noch da oben, dass wir gleichzeitig über die Kuppe gucken, weil sonst bin ich wieder hinten dran. Nein, wir pfeifen jetzt und rennen nach. Du kannst dann schauen, was passiert. Ist das nur normal gelaufen oder ist es weggerannt? Gute Frage. Weil von den Schritten, die ich gehört habe, hätte ich fast gesagt, ist gerannt. Ja. Also ich habe eine Roaming relativ schnelle Bewegung gesehen hinterm Gras. Aber mehr kann ich dir auch nicht sagen. Es war auf jeden Fall eins. Also sind die doch so weit hier oben, gerannt ist. Aber es können ja mehrere hier unterwegs sein. Ich glaube, tendenziell links habe ich gerade was glucksen gehört. Also links ist es auf jeden Fall über den Hügel gerannt.
Ah ja, da habe ich es gehört, ja. Hier irgendwo vor uns müsste sein. Gehen wir mal nicht zu nah ran, sondern schauen wir mal, weil die auf relativ große Distanz können wir die eigentlich auch noch. Warte, ich komme zu euch hoch. Treffen. Und hier im hohen Gras sehen wir sie eh nicht. Da vielleicht, wenn einer da mal hier hinsteht und guckt und einer da auf den Stein und ein bisschen in die andere Richtung, wenn wir pfeifen, dass man auf jeden Fall. Und da Andi sich irgendwo in die Mitte dahinter, dass er genau, so im Bild dann, hat, oder? Ja. Okay. Und dann hoffen wir einfach, dass man. Dann gehe ich mal auf den Stein, oder? Ah, da fliegt schon eins. Siehst du es, Andi? Schieß einfach. Nicht? Ja, da ist. Perfekt, ich hab's sogar auch noch gefilmt. Nice, Männer. Gut, dass wir sagen, warte. Moment, mal. Achtung, ich pfeife mal. Oh ja, wir bleiben hier mal. Nichts mehr, war das nur eins. Ja, perfekt. Ach so. War das nur doch eins? Da musst du ja gar nichts machen. Ist eigentlich ungewöhnlich, gell? Ja, ich dachte auch. Ja, ich weiß nicht, wie es bei denen ist. Die anderen sind ja eher in Gruppen, aber ich vermute eigentlich schon auch. Am Anfang warst du nicht drauf, oder Andi? Nee, es war perfekt, dass du nochmal gejordet hast. Dass ich geschossen hab. Der Markus dann souverän im Schuss. Aber ist es jetzt absolut souverän. Ich glaube, der Markus weiß es. Hier läuft ja alle vorbei. Ach so, sind wir vorbeigelaufen. Ah, ich dachte, das hätte sich schon wieder unsichtbar gemacht, weil es direkt umgefallen ist. Oh, das flimmert ein bisschen. Ich hoffe mal, dass ich es sauber anschauen kann. Bei mir geht's eigentlich. Also 381er Score. Boah, höchster Score des Tages. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das machen hier. Hey. Jetzt müsst ihr in die Sonne drücken. Wenn ich jetzt sage, dass das so für mich gut. Selber das, wenn ich sage, dass das für mich selber das allererste ist, das ich überhaupt sehe. Hey, warum nicht? Doch gut. Perfekter Schuss, glaube ich. Ja, genau, vorstellt, gehen wir in die Hocke noch. Dann passt du voll gut auf. Und ein Stück nach vorne noch. Ja, so. Also, das ist super. Schaut es euch an. Einzelflieger. Sieht auch gut aus. Achso, das Foto schon, muss mir sagen, weil ich bin. Ja, ich habe das Foto schon gemacht. Nee, hab's nicht. Das passt zwar vom Anschlag nicht ganz, aber egal. Das sieht gut aus. So, jetzt brauchen wir noch einen Bär. Und daran jetzt wird man noch nicht scheitern, oder? Ja, genau, dann haben wir ein volles Haus. Full House, ja. Full House. Wie der Deutsche sagen würde. Aber wir genießen noch einmal kurz hier den Ausblick. Boah, guckt euch das an. Wenn wir jetzt eh schon so weit oben sind. Ja, also hier sind wir ja. Das Zelt vom englischen Stream, das war auf diesem Schneebedeckten. Mag mir die Stelle hier eh, weil die ist für ein Startzelt super und es sieht hier aus, als könnte man es stellen. Ja, ich mache auch gleich nochmal für Zuschauer die Map auf. Ja, also die Stelle, also das sind, ist jetzt mal allgemein, ist nicht nur, ich weiß nicht, ob die Stelle dauerhaft gut ist, aber das wären Stellen, für die ich mir aussuchen würde, um ein Startzelt zu stellen, weil man rundherum mit ein paar Schritten einen weiten Blick von oben, von einer erhabenen Stelle aus hat. Das ja, ist absolut. Einfach top für ein Startzelt oder vielleicht sogar für so einen Deployable Tower oder so, wenn der hier hingeht. Alter Falter, guckt euch das an. Ja, das, ich sag ja, auf der Map, hey, du kannst, egal wo du hinguckst. Mhm. Alles klar. Streamen wir noch. Ja, wir versuchen bis man, jetzt noch bis einen Bären und dann. Bis man einen Grizzly haben. Wir ziehen das durch. Mittelzelt, oder? Würde ich sagen, oder? Ja. Vier Camping Supplies. Ja, vier. Costa Guanda, vier. So, Männer. Ja, Camping Supplies sind hier halt relativ, verbraucht es relativ viel, weil die Reisestrecken halt hoch sind. Aber durch das, dass die Startzeltanzahl ja erhöht ist, könnt ihr durch mehr Startzelte die Distanzen ja verringern. Mhm. Also bis jetzt Moment. Haben wir 13 Tiere erlegt. Ja. Muss ich noch was umtauschen? Ja. Packless Kill noch mitnehmen, gell? Ja, Packless Kill, ja. Na, weil es ja jetzt so oft gefordert wurde, dachte ich, wenn wir ja jetzt auf Bären gehen, kann ich ja die 340er mal einpacken, oder? Ah ja, genau. Mach das mal. Der Plan, ja. Sehr guter Plan sogar. War jetzt gerade, warum ich gesagt habe, wartet mal noch kurz. Und dann nehmen wir noch, falls wir noch einen Fun-Moment haben wollen, den, wo ist er? Oh, den habe ich nicht gekauft, oder? Damit. Ich wollte den Cableback noch mitnehmen, aber dann. Okay, dann nehme ich noch einen Recurve. Ehrenmäßig. Am Start. Und mit Leuchtpfeile. Ja,
Ah, oh, jetzt hätte ich uns auch. Zeig die Was? mal. Ah, du meinst auch die Ladeanimation? Ja, egal. Ja, Moment. Achso, das stimmt, das kann man ja nochmal. Ja. Boah. Also, jetzt. Guckt ihr euch mal an. Schönes also, ich finde jetzt. Waffe nicht extrem schön, aber gelungen. Also, das ist halt ein ganz. Eine Basic-Waffe. Also. Ich finde schon, die schaut gut aus. Ich finde ja, mir gefällt die gut, aber nein, ich meine jetzt das Holz, weißt du, es ist jetzt hier nicht mit Wurzelholz und Zizierungen und so, also weißt du, eher nicht so. Nicht sehr. Nee, das sieht eher so gebrauchsmäßig aus, weißt du. Ja, genau, das ist ein Werkzeug, ich finde die schön. Mir gefällt auch, ich weiß nicht, ob man das. Ja, halt sie mal so in die Sonne, so ist super. Ob man das hier sehen kann, ich finde den Abschluss hinten am Schloss, die gerade Kante gefällt mir gut. Klasse. Ja. Hast ja schöne Sache. Gut. Okay, also, Bär. Vielleicht hier in der Ecke kann ja vielleicht mal der Fabi die Führung übernehmen, oder? Gerne. Dann laufen wir ihm hinterher, weil du hier, glaube ich, schon öfters gejagt hast wie ich. Dann machen wir das doch so. Übrigens sieht man auf der Karte jetzt auch immer die Stellen, wo man übers Wasser. Oh, ich habe vorher vergessen, die Karte aufzumachen. Ihr seht ja, wo wir waren. Ah. Da oben. Moment, dann machst du doch jetzt. Moment. Wie kann ich den Zeichnen wieder ausschalten? So, jetzt. Genau. Ach, da hat schon jemand gezeichnet. Ja, ich hab ja. Schon. Genau. Warte mal. Okay. Das ist okay. Eher da übers Wasser oder eher in die Richtung? Wo ist denn der Fabi? Ja. Da ist der Fabi. Wir gehen hier drüber einfach mal. Erkennt man übrigens auch an vielen Stellen gut, wenn da so Steine aus dem Wasser ragen, dann wisst ihr schon, da kann man rüberlaufen. Ja, Ghost Rider, an das erinnert es mich auch. Und die, was ich jetzt an Bildern für die 30, von der 308 gesehen habe, die man für das Freundewerben bekommt, also bei dir im Trailer war das ja auch zu sehen, die Waffe, die erinnert mich voll an den Merkel. Finde ich, sieht auch schön aus. Die 340 noch nicht zu kaufen. Nee, die 340 gibt's noch nicht zu kaufen. Ich hab sie halt, weil ich, die gab's nur zu gewinnen. Ich hab in der den Summer Fiesta Wettbewerb gewonnen und da habe ich sie bekommen. Ah, cool, hey. Nicht schlecht. Und das wissen die Leute hier einfach im Chat. Die sind ja gut informiert. Was? Ja, weil die doch gefragt haben, ob du die zeigen kannst. Ja. Ja, ich habe ja auch schon ein Video damit gemacht. Ah, okay. Das total beschissen geworden ist von der Qualität, weil ich wollte die Scene-Komplexität ein bisschen runterdrehen, um Weitschüsse zu machen und habe aus Versehen die Texturqualität runtergedreht und habe es erst gemerkt, als es schon fertig war. Und dann hatte ich keine Lust mehr, Neues zu machen, dann habe ich es halt so hochgeladen. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach hier in den Wald, oder? Mhm. Durchaus, sehr gerne. Grampy, du musst nichts mehr zahlen, also die neue Karte kostet nichts extra, kostet halt alles immer gleich. Und wann sie rauskommt, kann dir keiner sagen, aber die Vermutung ist, es wird nicht mehr lange dauern. Ja, ich kenne dich, du, tatsächlich. Du warst ja ein Frühjagdfreund sozusagen. Ghost Rider. Der Stream wird auf YouTube hochgeladen vom Andi. Selbstverständlich. Solange wir einen Bär suchen, kannst du uns ja verraten, Nico, ob du noch deine Ausbildung machst. Weil der könnte uns dann auch was über Bäume erzählen. Da schauen wir mal. Maultierhirsch, alles Maultierhirsch. Ja, Maultierhirsch weiblich ist der neue Grizzly. Ist krass, wir haben noch nicht mal einen Call bekommen, gell? Von dem Grizzly. Ja, aber das ist. Ah, schwarzer Kreis, das rennt hier jetzt gleich wieder weg. Wahrscheinlich, ja. Aber das Gebiet hier ist normalerweise sehr gut. Ja. Jetzt in Richtung Weg, nach oben und dann. Und dann nach links, oder? Na. Schau mal, was ist das hier? Ah, da haben wir doch schon Bär. Bär. Ja. Dient. Letzter. Hier. Andi, lauf mal nach. Fleißiger also, Tracker. Ja. Weiblich 130 bis 180. Ja, nein. Minute. Ach so, Entschuldigung. 5 bis 12. Ah ja. Oh. Dann würde ich sagen. Sind wir freigelaufen. Dann sind wir alle freigelaufen.
Ja, auch mal crawlen können. Ja, vielleicht ist er auch rechts in den Wald abgebogen. Man merkt, dass du die hohen Skills noch nicht so oft benutzt hast. Ja, Mann. Du liest die unnützen Informationen vor. Jemand die nächste Spur? Noch nicht. Wie gesagt, kann ich bin auch sein, halt auch dass schon ein bisschen durch jetzt, weißt du? Ja, das kann schon sein, gell? Könnte so sein. Nein. Hier ist nichts mehr. Komm, lass uns mal hier sein. Lass uns doch mal jetzt die neue Spur. Hier sehe ich auch nichts. Aber irgendwas ist hier. Die Krähe schreit. Stimmt, ja. Ich hab ja schon Wapiti gerissen. Ist eine Tatsache. Ist eine Tatsache. Gibt's übrigens tatsächlich auch. Hast du schon erzählt, Andi? Nö, aber wir wissen ja alle nicht, was das zu bedeuten hat. Ja, in einem der Status-Updates wurde ja mal geschrieben, dass hier dann auch noch mehr zu entdecken sein wird auf dieser Karte. Ja, das lassen wir dann schön mal für ein Release übrig, würde ich sagen. Mhm. Natürlich die Frage, wo die nächste Spur ist, gell? Ja. Hier war auch nicht gerade. Ah, komisch. Ja, klar. Psst. Also das ist jetzt genau die Gegenrichtung. Aber warte mal. Ja. Man weiß ja nie. So. In die Nein, Richtung weil vielleicht ist es ja, dass die geflohen, dass die Flüchten, geflüchtet ist direkt nach der Spur und dann ist sie ja in die andere Richtung. Dass sie geflohen da hinten. Ist. Da, hier. Aber ach, das kann auch sein, dass das die ist, wo es herkommt. Aber das sind zwei ganz dicht beieinander, jetzt schauen wir mal. Ja, ist eine davon die Flüchtlinge. Hier ist eine in die andere Richtung. Ja, ist bestimmt also, schon die ist schon in die Richtung, ja. 8 bis 15. 10 bis 17. Ja. Aber... Ich hätte einfach beschlossen umzudrehen. Ja. Um 180 Grad. 6 bis 13. Ja, jetzt ist klar, jetzt haben wir ja einen kleinen schwarzen Kreis. Das, jetzt, ja. Sollen wir, angreift. Sollen wir jetzt einfach aufrecht drauf zulaufen? Ja, oder ja, wir können auch böse mir wusch. 7 bis 14. Sollen wir hier so einmachen? Ich weiß nicht. Du bist der Jagdführer. Also, nee, ich fand. Ich habe doch meine Rolle gerade abgegeben. Beim Englischen hat es eigentlich nicht so gut funktioniert, wie wir es gemacht haben. Aber ich weiß ja nicht, ob es anders gegangen wäre, wenn man da. Also, wir pöschen uns mal hin, würde ich sagen. Und dann können wir immer noch schauen. Ja. Hauptsache, wir sehen mal einen. Wäre schon mal was. 3 bis 10, hier bei der links ist die nächste. Da ist sie auch. Oder? Ist sie schon? Nee, doch nicht. Ach, du bist noch aufrecht. Ja, ich dachte gerade nur, wenn sie da ist, dann. Hier ist die nächste Spur. Auf dem Weg. Ich wundere mich, normal haben die doch Geräusche gemacht. Wenn man nee, so das ist die Spur, wo sie kommt. Ja, ihr das habt, ist. Ich, ja, ich hab die richtige. Hier ja. Sind wir richtig, ja. Rufen tun sie normalerweise schon, ja. Ja, und auch dieses Krummeln oder diese, ja. Keine Ahnung, so wie das Knurren von den Kojoten, also Geräusch, das man nicht aufnehmen kann. Hier, Ameisen haben wir. Sind bestimmt Termiten, die Ameisen. Wahrscheinlich. Der Baba kann ihn schon riechen, sagt er. Er kann seinen Bär riechen. Nein. Hier hätten wir jetzt eigentlich einen guten Blick, oder? Na, eigentlich schon, ja. Versuchen wir hier auf den Stein hochzukommen, aber es möchte nicht. Das Steine möchte nicht. Ich habe den Eindruck, die ist ganz schön schnell. Sollen wir vielleicht nicht doch aufrecht hinterher? Ja, gehen? Komm, wir probieren das einfach. Wir sehen eh so wenig, also wäre nicht gut. Ja, komm, sonst haben wir keine Chance mehr. Habt ihr da unten einen Track? Ja, okay. Ja, ich bin noch drauf. Immer noch roaming. Ich seh'n. Okay. Okay. Dann stopp. Ah, jetzt nicht mehr. Aber sie war... Noch war da. Sie flüchtend? Da ist sie, da ist sie. Nee, die zieht noch. Wo denn, Mann?
Ja, kannst du jetzt nicht sehen, Ach so, okay, Bäume okay. da, hinter den Bäumen. Ich dachte gerade, bin ich jetzt blind? Ich kann sie jetzt nicht mehr sehen, aber okay. Ich habe sie noch gerade quasi nochmal weghuschen. Also sie nach links gezogen, links oder? Ja, so nach links den Berg da hoch. Ja, da steht sie. Jetzt sehe ich sie, da. Ja. 60 Meter vor mir. Und zieht jetzt weiter nach links. Wieder weg. Wo denn? Wir schneiden ihr den Weg ab. Ach, da hinten. Jetzt ist sie irgendwo hinter dem Stein verschwunden. Für mich wieder nicht mehr sichtbar. Ja, ich hab's gerade noch so schemenhaft. Ganz still und leise. Da. Da, jetzt flieht sie. Was ist denn los mit ihr? Ja. Aber schauen wir mal, was für Tempo die da unterwegs sind. Da brauchst du nicht nachschießen. Ich hab mächtiges Ach so, du hast. Ich hab mächtiges Badabum dabei. Bear down. Schon wieder so ein dunkler. Aber hat man schon wieder gesehen. Die rennen ganz kurz los und danach joggen sie wieder. Ja. Machen die immer so. Außer sie sind natürlich getroffen von der Kugel. Also man hätte mal versuchen müssen, einfach so schnell zu joggen, ob sie da nicht gereizt. Weißt du, das muss ein bisschen. Ich meine, wir haben ja heute auch noch mal ein Patch bekommen. Vielleicht hat sich das Angriffsverhalten ja auch gegenüber da, wo wir gespielt haben, schon wieder verändert. Das kann, das kann gut sein, ja. Oh, hart drücken, nicht, dass ich einen Fehler mache. aber schau mal, acht mal drauf, was man getroffen hat, weil ich habe ja Texas Herzschuss verpasst. Also, Körper, Hüftknochen, Eingeweide, Magen, Leber, Schulterblatt. Okay, das Kaliber ist einmal durchgeräumt. Ja, Texas Hardshot, genau. Texas Mächtige. Magenshot. Mächtiges Badabum. So, könnt ihr mal angucken. Es hängt das Maul ein bisschen schief, wenn ich dann so. So vielleicht. Full House! Full House, jawohl. Hi, ja. Haben wir gut gemacht. Selbstlob, ist immer gut. 15 Stück Bild erlegt. Wie lange haben wir jetzt gespielt? Ja, 2 Stunden, also. Eigentlich wäre es jetzt aufgemacht, der Zeitpunkt. Jetzt ist 14. 2 Stunden. Ja, nicht schlecht. Habe ich jetzt halt gesagt. Was ist eigentlich? Dass das eigentlich so eine runde Geschichte ist. Ja. Und ich meine. Machen wir hier noch eine schöne Aussicht von da oben? Genau. Es ist ja nur gut, wenn die komplette. Ja. Dieses ganze Angriffverhalten, das kann ja auch jeder für sich nochmal erleben. Das ist vielleicht sogar noch spannend. Das ist wirklich cool, wenn er sich aufstellt und dann auf einen zurennt. Beeindruckend ist es. Wenn wir jetzt aber das würde jeder selber mal erleben. Immer dann, wenn man es nicht erwartet und nicht erwartet. Dann rennt er einen um. Ich hätte jetzt eigentlich gern noch so einen stehenden versucht, mit dem Recurve umzuhauen, aber das mache ich dann, wenn es released wird. Dann gleich das erste Video. Im Vorstell auf dem Kanal. Genau, gleich das erste Video nach dem Release, also so 2 Monate später. Na, ich habe zurzeit echt sehr wenig Zeit, also die Chance, dass schnell ein Video kommt, ist eher gering. Außerdem wäre das nächste Video, das kommt übrigens die Bogenmissionen. Da habe ich glaube schon 5 Missionen, wie heißen die Primitivbogenmissionen, da habe ich schon 5 Stück aufgenommen. Ja. Aber ich brauche bestimmt wieder zwischendrin Plattenplatz und dann wird's gelöscht. So, ja. Liebe Freunde der gepflegten Jagd. Ich denke mal, wir freuen uns da alle schon drauf. Ich sag mal. Und es gibt auch wirklich Grund dazu. Ja. Richtig schönes Revier. Und wir haben jetzt halt ein bisschen was gezeigt, aber ich sage euch, hier gibt es noch einiges zu entdecken.
Ja, vielleicht also, kannst du nochmal die Karte kurz ja, zeigen, ich mache wo nochmal wir Karte. überall waren, also wie, was wir an Strecke gemacht haben, wie Wie wenig es wenig wir ist. eigentlich rumgelaufen sind. Ach cool, die Karte lädt gerade wieder nicht. Ist ja schön. Oh, schade. Ja, bei mir tut's als. Wobei man sagen muss, dass wir einmal. Ja. Hallo, warum lädt denn die Karte jetzt nicht? Einmal 1000, wir haben 1000 extra, Meter in 20 Sekunden gut gemacht haben. Ein extra Fast Travel eingebaut. Ja, tut mir leid. Vielleicht bin ich mal auf Clear. Aber man sieht es ja trotzdem. Oh, aber hier ist irgendwo ein Bär. Sollen wir den vielleicht? Echt jetzt? Komm. Ja, ich habe gerade also ein Geräusch gehört. Ich habe ihn nicht gesehen, aber dieses. Die Richtung. Es geht so, immer weiter. Sollen wir einfach mal Kamikaze-Taktik machen oder sowas? Oh Mann, ich muss um 5 aufstehen. Ja. Dann sollten wir aber am besten rennen, oder? 1, ja, komm. 2, 3. Ja, auf ihn mitgebrüllt. Wir wissen aber halt nicht genau, wo er ist. Das ist das Blöde. Ja, wenn wir rennen, egal, würde sich schon zeigen. Versuchen Sie jetzt einfach eine Minute oder zwei und dann. Da ist eine Spur, mal gucken. Mal ist tatsächlich so, wenn man, oder es war zumindest so, wenn man auf ihn zurennt. Ja, wie bei den Eisbären. Stellt er sich halt, oder? Auf, genau, und brüllt einen an und dann weiß man schon, dass man innerhalb von den nächsten 2 Sekunden besser seine Waffe genau da hat, wo der Bär kommt, sonst war's es. Na gut. Phantomgeräusche hin oder her. Nee, ich hab schon davor, wo du geredet hast, gedacht, ich hätte es einmal gehört und hab's dann nochmal gehört. Außerdem, meine Phantomgeräusche haben uns zu den Patarmigen gebracht, gell? Ich will das nicht ist glauben. Richtig. Aber der Bär ist ja kein Vogel. Nee, aber vielleicht war es auch nur ein Maultierschweibchen, bin mir nicht sicher. Ja, aber es ist hier in dem Gelände halt schwierig, einfach planlos rumzurennen. Weiß nicht. Ja. Nun gut, dann belassen wir es dabei. Ich meine, ihr wollt ja auch noch Sachen selber entdecken. Ach, guck mal, hier ist schön. Das sieht doch schön aus. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank, Forstheld und Fape, fürs Mitmachen. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, danke. Auch danke fürs Mitmachen, danke fürs Zuschauen. Danke für die Einladung. Danke an alle Zuschauer. Ich glaube, wir waren über 200 vorher. Richtig krass. Ja, es sind immer noch 152. Ja. Also, nicht schlecht. Danke, dass ihr durchgehalten habt. Ja, ich hoffe, wir sehen uns dann auf Timbergold. Wie heißt denn überhaupt? Timbergold Trails. Oder Tim... Ohne S? Weiß ich gerade gar nicht. Jedenfalls... sage ich in diesem Sinne vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und Happy Hunting to you. Tschüss. Tschö. Thank you.